Abschnitt 1 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Etwas von den Wurzelkindern von Sibylle von Olfers. Wacht auf, ihr Kinderlein! Es wird nun wohl bald Frühling sein. Da reckt und streckt die kleine Schar und fährt sich durch das wirre Haar. Schnell machen alle sich bereit und nähen sich selbst ihr Frühlingskleid. Mit Nadelschere, Fingerhut geht ihre Arbeit schon ganz gut. Nun kommt denn jedes Wurzelkind und bringt sein Kleidchen ganz geschwind hinein zur guten Mutter Erde, damit's von ihr gemustert werde. Die Wurzeljungen unterdessen haben auch nicht ihr Amt vergessen. Mit Pinsel, Bürste, Farbtopf gehen sie den Käfern an den Schopf. Und als der Frühling kommt ins Land, ziehen gleich einen bunten Band die Käfer, Blumen, Gräser klein, frohlockend in die Welt hinein. Im Walde unterm dichten Grün sieht man alsbald Maiglöckchen blühen. Ein lustiger Schelm die Schnecke erschreckt, das Veilchen sich am Baum versteckt. Es spielen hier den ganzen Tag, vergiss man nicht am klaren Bach. Wie eine kleine Königin lässt Mummelkind umher sich ziehen. Auf grüner Wies am Felderrand, die Blümlein tanzen Hand in Hand. Gräslein und Käfer freuen sich sehr. Ach, wenn's doch immer Sommer wär. Da kommt der Herbst mit Sturm und Wind, treibt sie zur Mutter heim geschwind. Geh nun zu Bett, du kleine Schar, und schlaf dich aus bis nächstes Jahr. Ende von Etwas von den Wurzelkindern von Sibylle von Olfers. Gelesen von Elli, Dezember 2010. Abschnitt 2 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. König Löwes Hochzeitsschmaus von Sibylle von Olfers. Der König der Tiere will Hochzeit machen, drum bringen die allerappetitlichsten Sachen die Scharen der Tiere zum Feste herbei, indem sie schreiten mit großem Geschrei, wer wohl am besten von allen kann kochen, denn der wilde Löwe hat ihnen versprochen, wer ihm brächte den leckersten Hochzeitsschmaus, den rief er zu seinem Hofmarschall aus. Als erster voll Würde der Klapperstach naht, der Froschpastete bereitet hat, einen Kessel mit Leipziger allerlei bringt ihm das Schweinchen grunzend herbei. Einen feinen Distelsalat bereitet der Esel auf kunstvolle Art. Meister Petz nahm wilden Honig aus und backte Honigkuchen draus. Rote Grütze konnte, ihr müsst nicht lachen, aus gestohlenen Kirschen das Spätzchen machen. Der Hund zeigt, wie man aus alten Knochen eine vorzügliche Brühe kann kochen. Meerwasser bringt der muntre Fisch als Limonade auf des Königs Tisch. Der Seehund naht und schwingt seine Flosse, im Maul hat der Hecht mit Meerrettichsoß. Eine große Pfanne voll Spiegelei bringt gackernd die weiße Henne herbei. Die Kuh will sich als Köchin versuchen, drum fertigt sie Schlagrahm und Käsekuchen. Der Hase überreicht, wer rät es wohl, eine Schüssel famosen Gigerkohl. Der Fuchs, der schlaue Geselle, bringt eine gebratene Gans zur Stelle. Seht da unseren Igel, den Rittersmann, er bringt Leberwürste aus Schnecken an. Aus grünem Klee und roten Rübchen, Kaninchen macht Gemüsesüppchen. Eine Käferspeise, die ihm trefflich geglückt, hat der Maulwurf appetitlich mit Raupen geschmückt. Eine süße Bohle aus Blütensaft, der bunte Schmetterling zur Stelle schafft. Und so ziehen die Tiere denn alle heran, und jedes zeigt stolz, was es kochen kann. Nur der grimmige Wolf war zum Kochen zu faul, doch trägt ein geraubtes Schaf er im Maul, das es soeben der Herde entrissen, und legt es dem Löwen dreist zu Füßen. Ende von König Löwes Hochzeitsschmaus von Sibylle von Olfers. Gelesen von Elli, Dezember 2010. Abschnitt 3 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Max und Moritz. Eine Bubengeschichte in 7 Streichen von Wilhelm Busch. Vorwort. Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen? Wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen, die anstatt durch weise Lehren sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machten. Ja, zur Übeltätigkeit, ja, dazu ist man bereit. Menschen necken, Tiere quälen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen stehlen, das ist freilich angenehmer und dazu auch viel bequemer, als in Kirche oder Schule festzusitzen auf dem Stuhle. Aber wehe, 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 wenn ich auf das Ende sehe. Ach, das war ein schlimmes Ding, wie es Max und Moritz ging. Drum ist hier, was sie getrieben, abgemalt und aufgeschrieben.
Erster Streich. Mancher gibt sich viele Mühe mit dem lieben Federvieh, einesteils der Eier wegen, welche diese Vögel legen, zweitens, weil man dann und wann einen Braten essen kann. Drittens aber nimmt man auch ihre Federn zum Gebrauch in die Kissen und die Pfühle, denn man liegt nicht gerne kühle. Seht, da ist die Witwe Bolte, die das auch nicht gerne wollte. Ihrer Hühner waren drei und ein stolzer Hahn dabei. Max und Moritz dachten nun, was ist hier jetzt wohl zu tun? Ganz geschwinde, eins, zwei, drei, schneiden sie sich Brot in zwei, in vier Teile jedes Stück, wie einen Finger dick. Diese binden sie an Fäden übers Kreuz ein Stück an jeden und verlegen sie genau in den Hof der guten Frau. Kaum hat dies der Hahn gesehen, fängt er auch schon an zu krähen. Kikeri, kikeri, tak, 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 da kommen sie. Hahn und Hühner schlucken munter jedes ein Stück Brot hinunter. Aber als sie sich besinnen, konnte keins recht von hinnen. In die Kreuz und in die Quer reißen sie sich hin und her, flattern auf und in die Höhe, ach herrje, herrjemine. Ach, sie bleiben an dem langen, dürren Ast des Baumes hangen, und ihr Hals wird lang und länger, ihr Gesang wird bang und bänger. Jedes legt noch schnell ein Ei, dann kommt der Tod herbei. Witwe Bolte in der Kammer hörte im Bette diesen Jammer. Angstvoll tritt sie hinaus, ach, was war das für ein Graus. Fließet aus dem Auge Tränen, all mein Hoffen, all mein Sehnen, meines Lebens schönster Traum hängt in diesem Apfelbaum. Tief betrübt und sorgenschwer kriegt sie jetzt das Messer her, nimmt die Toten von den Strängen, dass sie so nicht länger hängen. Und mit stummem Trauerblick kehrt sie in ihr Haus zurück. Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt zugleich. Zweiter Streich. Als die gute Witwe Bolte sich von ihrem Schmerz erholte, dachte sie so hin und her, dass es wohl das Beste wäre, die Verstorbenen, die hienieden, schon so frühe abgeschieden, ganz im Stillen und in Ehren gut gebraten zu verzehren. Freilich war die Trauer groß, als sie nun so nackt und bloß abgerupft am Herde lagen, sie, die einst in schönen Tagen bald im Hofe, bald im Garten lebensfroh im Sande scharten. Ach, Frau Bolte weint aufs Neu, und der Spitz steht auch dabei. Max und Moritz rochen dieses, schnell aufs Dach gekrochen hieß es. Durch den Schornstein mit Vergnügen sehen sie die Hühner liegen, die schon ohne Kopf und Gurgeln lieblich in der Pfanne schmurgeln. Eben geht mit einem Teller Witwe Bolte in den Keller, dass sie von dem Sauerkohle eine Portion sich hole, wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt. Unterdessen auf dem Dache ist man tätig bei der Sache. Max hat schon mit Vorbedacht eine Angel mitgebracht. Schubdiwupp, da wird nach oben schon ein Huhn heraufgehoben. Schubdiwupp, jetzt Numero zwei. Schubdiwupp, jetzt Numero drei. Und jetzt kommt auch Numero vier. Schubdiwupp, dich haben wir. Zwar der Spitz sei es genau und er bellt, Ravau, Ravau. Aber schon sind sie ganz munter, fort und von dem Dach herunter. Na, das wird ein Spektakel geben, denn Frau Bolte kommt soeben, angewurzelt steht sie da, als sie nach der Pfanne sah. Alle Hühner waren fort. Spitz, das war ihr erstes Wort. O, du Spitz, du Ungetüm, aber wart, ich komme ihm. Mit dem Löffel groß und schwer geht es über Spitzen her, lauter tönt sein Wehgeschrei, denn er fühlt sich schuldenfrei. Max und Moritz im Verstecke schnarchen aber an der Hecke, und vom ganzen Hühnerschmaus guckt nur noch ein Bein heraus. Dieses war der zweite Streich, doch der dritte folgt zugleich. Dritter Streich. Jedermann im Dorfe kannte einen, der sich Böck nannte. Alltagsröcke, Sonntagsröcke, lange Hosen, spitze Fräcke, Westen mit bequemen Taschen, warme Mäntel und Gamaschen, alle diese Kleidungssachen wusste Schneiderböck zu machen. Oder wäre was zu flicken, abzuschneiden, anzustücken, oder gar ein Knopf der Hose abgerissen oder lose, wie und wo und wann es sei, hinten vorne einerlei. Alles macht der Meister Böck, denn das ist sein Lebenszweck. Drum so hat in der Gemeinde jedermann ihn gern zum Freunde. Aber Max und Moritz dachten, wie sie ihn verdrießlich machten, nämlich vor des Meisters Hause floss ein Wasser mit Gebrause. Übers Wasser führt ein Steg, und darüber geht der Weg. Max und Moritz gar nicht träge, sägen heimlich mit der Säge, Ritzeratze voller Tücke, in die Brücke eine Lücke, und als diese Tat vorbei, hört man plötzlich ein Geschrei. He, heraus, du Ziegenböck, Schneider, Schneider, meck, meck, meck. Alles konnte Böck ertragen, ohne nur ein Wort zu sagen, aber wenn er dies erfuhr, ging's ihm wieder die Natur. Schnelle springt er mit der Elle über seines Hauses Schwelle, denn schon wieder ihm zum Schreck ertönt ein lautes meck, meck, meck. Und schon ist er auf der Brücke. Krax, die Brücke bricht in Stücke. Wieder ertönt es meck, 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 plumps, da ist der Schneider weg. Gerade als dieses vorgekommen, kommt ein Gänsepaar geschwommen, welches Böck in Todeshast krampfhaft bei den Beinen fasst. Beide Gänse in der Hand flattert er auf trockenes Land. Übrigens, bei alledem ist so etwas nicht bequem, wie den Böck von der Geschichte auch das Magendrücken kriegte. Hoch ist hier Frau Böck zu preisen, denn ein heißes Bügeleisen auf den kalten Leib gebracht, hat es wieder gut gemacht. Bald im Dorf hinauf hinunter hieß es, Böck ist wieder munter.
Dieses war der dritte Streich, doch der vierte folgt zugleich. Vierter Streich. Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Nicht allein das ABC bringt den Mensch in die Höhe. Nicht allein im Schreiben lesen übt sich ein vernünftig Wesen. Nicht allein in Rechnungssachen soll der Mensch sich Mühe machen, sondern auch der Weisheit lernen muss man mit Vergnügen hören. Dass dies mit Verstand geschah, war Herr Lehrer Lämpel da. Max und Moritz, diese beiden, mochten ihn darum nicht leiden, denn wer böse Streiche macht, gibt nicht auf den Lehrer Acht. Nun war dieser brave Lehrer von dem Tabak ein Verehrer, was man ohne alle Frage nach des Tages Mühe und Plage einem guten alten Mann auch von Herzen gönnen kann. Max und Moritz unverdrossen sinnen schon auf Possen, ob vermittelst seiner Pfeifen dieser Mann nicht anzugreifen. Einstens, als es Sonntag wieder und Herr Lämpel brav und bieder in der Kirche mit Gefühle saß vor seinem Orgelspiele, schlichen sich die bösen Buben in sein Haus und seine Stuben, wo die Meerschaumpfeife stand. Max hielt sie in seiner Hand, aber Moritz aus der Tasche zieht die Flintenpulverflasche und geschwinde, stopf, 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 Pulver in den Pfeifenkopf. Jetzt nur still und schnell nach Haus, denn schon ist die Kirche aus. Eben schließt in sanfter Ruh Lämpel seine Kirche zu, und mit Buch- und Notenheften nach besorgten Amtsgeschäften lenkt er freudig seine Schritte zu der heimatlichen Hütte, und voll Dankbarkeit sodann zündet er sein Pfeifchen an. Ach, spricht er, die größte Freud ist auch die Zufriedenheit. Rumps, da geht die Pfeife los, mit Getöse schrecklich groß. Kaffeetopf und Wasserglas, Tabaksdose, Tintenfass, Ofentisch und Sorgensitz, alles fliegt im Pulverblitz. Als der Dampf sich nun erhob, sieht man Lämpel, der Gottlob lebend auf dem Rücken liegt, doch er hat was abgekriegt. Nase, Haar, Gesicht und Ohren sind so schwarz als wie die Mohren, und des Haares letzter Schopf ist verbrannt bis auf den Kopf. Wer soll nun die Kinder lehren und die Wissenschaft vermehren? Wer soll nun für Lämpel leiten seine Amtstätigkeiten? Woraus soll der Lehrer rauchen, wenn die Pfeife nicht zu brauchen? Mit der Zeit wird alles hell, nur die Pfeife hat ihr Teil. Dieses war der vierte Streich, doch der fünfte folgt zugleich. Fünfter Streich. Wer im Dorfe oder Stadt einen Onkel wohnen hat, der sei höflich und bescheiden, denn das mag der Onkel leiden. Morgens sagt man guten Morgen, haben Sie was zu besorgen? Bringt ihm, was er haben muss, Zeitung, Pfeife, Fidibus. Oder sollte es wohl im Rücken drücken, beißen oder zwicken, gleich ist man mit Freudigkeit, Dienst beflissen und bereit. Oder sei es nach einer Prise, dass der Onkel heftig niese, ruft man Prosit zugleich, danke, wohl bekomme es euch. Oder kommt er spät nach Haus, zieht man ihm die Stiefel aus, holt Pantoffel, Schlafrock, Mütze, dass er nicht im Kalten sitze. Kurz, man ist darauf bedacht, was dem Onkel Freude macht. Max und Moritz ihrerseits fanden darin keinen Reiz. Denkt euch nur, welchen schlechten Witz sie machten mit Onkel Fritz. Jeder weiß, was so im Mai Käfer für ein Vogel sei. In den Bäumen hin und her fliegt und kriecht und krabbelt er. Max und Moritz immer munter schütteln sie vom Baum herunter. In die Tüte vom Papiere sperren sie die Krabbeltiere. Fort damit und in die Ecke unter Onkel Fritzens Decke. Bald zu Bett geht Onkel Fritze in der spitzen Zipfelmütze. Seine Augen macht er zu, hüllt sich ein und schläft in Ruh. Doch die Käfer, Kritze, Kratze, kommen schnell aus der Matratze. Schon fast einer der voran Onkel Fritzens Nase an. Bau, schreit er, was ist das hier? Und erfasst das Ungetier. Und den Onkel voller Grausen sieht man aus dem Bette sausen. Autsch, schon wieder hat er einen im Genicke an den Beinen. Hin und her und rundherum kriecht es, fliegt es mit Gebrumm. Onkel Fritz in dieser Not haut und trampelt alles tot. Guckst du wohl, jetzt ist's vorbei mit der Käferkrabbelei. Onkel Fritz hat wieder Ruhe und macht seine Augen zu. Dieses war der fünfte Streich, doch der sechste folgt zugleich. Sechster Streich. In der schönen Osterzeit, wie die frommen Bäckersleut viele süße Zuckersachen backen und zurechte machen, wünschen Max und Moritz auch sich so etwas zum Gebrauch. Doch der Bäcker mit Bedacht hat das Backhaus zugemacht. Also will hier einer stehlen, muss er durch den Schlot sich quälen. Ratsch, da kommen die zwei Knaben durch den Schornstein wie schwarze Raben. Puff, sie fallen in die Kist, wo das Mehl darinnen ist. Da, nun sind sie alle beide rundherum so weiß wie Kreide. Aber schon mit viel Vergnügen sehen sie die Brezeln liegen. Knacks, da bricht der Stuhl in zwei. Schwapp, da liegen sie im Brei. Ganz vom Kuchenteig umhüllt, stehen sie da als Jammerbild. Gleich erscheint der Meisterbäcker und bemerkt die Zuckerlecker. Eins, zwei, drei, ihm ans Gedacht, sind zwei Brote draus gemacht. In dem Ofen glüht es noch, ruff, damit ins Ofenloch. Ruff, da zieht man sie aus der Glut. Nun sind sie braun und gut. Jeder denkt, sie sind perdu, aber nein, noch leben sie. Knusper, knasper, wie zwei Mäuse, fressen sie durch das Gehäuse. Und der Meisterbäcker schrie, ach herrje, da laufen sie. Dieses war der sechste Streich, doch der letzte folgt zugleich. Letzter Streich. Max und Moritz, wehe euch, jetzt kommt euer letzter Streich.
Wozu müssen auch die beiden Löcher in die Säcke schneiden? Seht, da trägt der Bauer Mecke einen seiner Maltersäcke. Aber kaum, dass er von hinnen, fängt das Korn schon an zu rinnen. Und verwundert steht und spricht er: Zapperment, das Ding wird lichter. Hey, das sieht er voller Freude, Max und Moritz im Getreide. Raps, in seinen großen Sack schaufelt er das Lumpenpack. Max und Moritz wird es schwüle, denn nun geht es nach der Mühle. Meister Müller, he heran, mal er das, so schnell er kann. Her damit, und in den Trichter schüttet er die Bösewichter. Rickeracke, rickeracke, geht die Mühle mit Geknacke. Hier kann man sie noch erblicken, fein geschroten und in Stücken. Doch sogleich verzehret sie Meister Müllers Federvieh. Schluss. Als man dies im Dorf erfuhr, war von Trauer keine Spur. Witwe Bolte, mild und weich, sprach: Sieh da, ich dachte es gleich. Ja, 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 rief Meister Böck, Bosheit ist kein Lebenszweck. Darauf so sprach Herr Lehrer Lempel: Dies ist wieder ein Exempel. Freilich, meint der Zuckerbäcker, drum ist der Mensch so lecker. Selbst der gute Onkel Fritze sprach, das kommt vom dummen Witze. Doch der brave Bauersmann dachte: Wat geht meck dat an? Kurz im ganzen Dorf herum ging ein freudiges Gebrumm. Gott sei Dank, nun ist's vorbei mit der Übeltäterei. Ende von Max und Moritz, eine Bubengeschichte in 7 Streichen von Wilhelm Busch. Gelesen von Elli, Dezember 2010. Abschnitt 4 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Hans Huckebein von Wilhelm Busch. Hier seht ihr Fritz, den munteren Knaben, nebst Huckebein dem jungen Raben. Und dieser Fritz, wie alle Knaben, will den Raben gerne haben. Schon rutscht auf dem Ast daher der Vogel, der misstraut ihm sehr. Schlapp macht der Fritz mit seiner Kappe, mit Listen eine Vogelklappe. Beinahe hätte ihn, doch ach, der Ast zerbricht mit einem Krach. In schwarzen Bären sitzt der Fritze, der schwarze Vogel in der Mütze. Der Knabe Fritz ist schwarz betupft, der Rabe in Angst und hupft. Der schwarze Vogel ist gefangen, er bleibt im Unterfutter hangen. Jetzt hab ich dich, Hans Huckebein, wie wird sich Tante Lotte freuen? Die Tante kommt aus ihrer Tür. Ei, spricht sie, welch ein gutes Tier. Kaum ist das Wort dem Mund entflohen, Schnappe hat den Finger schon. Ach, ruft sie, er ist doch nicht gut, weil er mir was zuleide tut. Hier lauert in des Topfes Höhle Hans Huckebein die schwarze Seele. Den Knochen, den der Spitz gestohlen, will dieser sich jetzt wiederholen. So ziemlich knurren und gekrächzt, der eine links, der andere rechts. Schon denkt der Spitz, dass er gewinnt, da zwickt der Rabe ihn von hint. O weh, er springt auf Spitzens Nacken, um die Haare auszuzwacken. Der Spitz, der ärgert sich bereits und rupft den Raben seinerseits. Derweilen springt mit dem Schinkenbein der Kater in den Topf hinein. Da sitzen sie und schauen, dem Kater ist nichts her zu trauen. Der Kater hackt den Spitz, der schreit, der Rabe ist voll Freudigkeit. Schnell fasst derweil der Topf nicht ganz, mit schlauer List den Katerschwanz. Es rollt der Topf, es krümmt voller Quale, des Katers schweift sich zur Spirale. Und Spitz und Kater fliehen im Lauf, der größte Lump bleibt oben auf. Nichts Schöneres gab's für Tante Lotte, als schwarze Heidelbeerkompotte. Doch Huckebein verschleudert nur die schöne Gabe der Natur. Die Tante naht voll Zorn und Schrecken, Hans Huckebein verlässt das Becken. Und schnell betritt der Angst beflügelt die Wäsche, welche frisch gebügelt. O weh, er kommt ins Tellerbord, die Teller rollen rasselnd fort. Auch fällt der Korb, worin die Eier, o jemine, sie sind so teuer. Platsch, fällt der Krug, das gute Bier ergießt sich in die Stiefel hier. Und auf der Tante linken Fuß stürzt sich des Eimers Wasserguss. Sie hält die Gabel in der Hand und auch der Fritz kommt angerannt. Der Bumps, da liegen sie, dem Fritze dringt durch das Ohr die Gabelspitze. Dies wird des Raben Ende sein, so denkt man wohl, doch leider nein. Den Schwupp, der Tante Nase fasst er und nochmals triumphiert das Laster. Jetzt aber naht das Malheur, denn dies Getränke ist Likör. Es duftet süß, Hans Huckebein taucht seinen Schnabel froh hinein und lässt mit stillvergnügtem Sinnen den ersten Schluck hinunterrinnen. Nicht übel, und er taucht schon wieder den Schnabel in die Tiefe nieder. Er hebt das Glas und schlürft den Rest, weil er nicht gern was übrig lässt. Ei, ei, ihm wird so wunderlich, so leicht und doch absonderlich. Er krächzt mit freudigem Getön und muss auf einem Beine stehen. Der Vogel, welcher sonsten fleucht, wird hier zum Tier, was kreucht. Und Übermut kommt zum Beschluss, der alles ruinieren muss. Er zehrt voller roher Lust und Tücke der Tante künstlerisches Gestricke. Der Tisch ist glatt, der Böse taumelt, das Ende naht, sieh da, er baumelt. Die Bosheit war sein Hauptpläsier, drum spricht die Tante, hängt er hier. Ende von Hans Huckebein, der Unglücksrabe, von Wilhelm Busch.
Gelesen von Elli, Dezember 2010. Abschnitt 5 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Der Pfeiferhans von Frank Adams. Der Stadtpfeifer und seine gute Frau hatten in den alten Tagen noch einen kleinen Sohn bekommen. Welch ein merkwürdiges Kind, sagten sie jeden Tag. Es wird einmal ein großer Künstler werden. Warum aber sagten sie das? Deshalb, weil der Bub einmal eine Glocke schwang, einmal eine Trompete blies, einmal eine Trommel zerschlug, ja, überhaupt nur Spielzeug liebte, mit dem er auf seine Weise Musik machen konnte. Die Mutter musste so darüber lachen, dass sie nicht auf den Teekessel aufpasste und die Katze verbrühte. Der Hund heulte und der Vater, der sein Musikstückchen für den Sonntag einüben wollte, schrie verzweifelt: »Hans, Hans, sobald du aus der Wiege bist, will ich dich in der edlen Musik unterrichten, damit du mit deinem Lärm nicht die ganze Welt verrückt machst.« Aber aller Anfang ist schwer. Als der kleine Hans von seinem Vater Unterricht erhielt, pfiff er so falsch, dass die Nachbarn wütend Steine und Gemüse auf den armen Burschen warfen, und wo er sich immer auf der Straße zeigte, wurde er gescholten und geschlagen. Kein Wunder, dass der kleine Hans die Menschen nicht mehr leiden konnte und auch nichts davon wissen wollte, ein nützliches Handwerk zu lernen. Er lief lieber schon am Morgen hinaus in den Wald, wo ihn niemand hören konnte, und tat dort die Flöte bis abends nicht mehr vom Munde. Als er ein großer Bursche geworden war, sah er, dass Hasen und Rehe vergnügt herumsprangen, wenn er ihnen ein Liedchen vorspielte. Da dünkte es ihm an der Zeit, auch die Menschen seine Musik wieder hören zu lassen. Die Fenster der Schule standen um diese gute Jahreszeit immer offen, das wusste der Pfeifenhans. »Diddelidum, der Mai ist schön«, pfiff Hans zum Fenster hinein. Eider sprangen die Kinder von ihren Bänken auf, warfen die Bänke um und die Tafeln zu Boden. Sie hörten und sahen nicht mehr, wie entrüstet die Lehrerin war. Voraus der Pfeifenhans, hinter ihm die Kinder. So ging es über die Hügel bis zur großen Wiese. Und als sie des Springens müde waren, standen sie noch andächtig um ihn herum und hörten ihm zu. »So machen es die Kleinen, morgen will ich sehen, wie es die Großen machen«, lachte der Pfeifenhans. Am nächsten Tage also setzte er sich unter das Kreuz am Marktplatze und pfiff ein Schelmenstück. Da fingen der Doktor und der Ratsherr mitten im ernsten Gespräche zu tänzeln an. Es tanzte der Schneider und die Schildwache, alte und junge Frauen, Arbeiter und Hunde. So toll ging es am Marktplatze zu, dass die Leute sich noch 3 Wochen später darüber schämten. Der Pfeifenhans aber freute sich. »Was kann ich dafür, dass er so gerne tanzt, Herr Bürgermeister?« rief er dem atemlosen Bürgermeister zu. Dann zog er zu den Bauern auf das Land hinaus. Ein Fischersmann, dem er ein paar Töne hören ließ, vergaß Angel und Fisch vor Entzücken, so dass er sich schlimm in die Schnur verwickelte. Quiff, quiff, tanzten die Schweinchen auf 2 Beinchen, und ein altes Pferd spitzte so übermütig die Ohren, als wolle es vor Freude das Seiltanzen lernen. Ob und dann kam die hübsche Miriam des Weges, um ihre Kuh zu melken. »Ich will dir melken helfen«, sagte schlau der Pfeifenhans, setzte sich auf den Zaun und spielte. Das war der schönste Tanz, den der Pfeifenhans je gesehen hatte. Kuh und Mädchen hin und her und der Hund noch mit, dass es eine Freude war. Hans blies, dass ihm fast die Backen platzten. Als er endlich nicht mehr konnte, da war der Milchkübel zerstampft und die Milch dahin. Kuh und Mädchen setzten sich betrübt ins Gras, schimpften einander und schimpften auf den Pfeifenhans. Der aber lachte. »Was kann ich dafür, wenn ihr die Milch nicht wegräumt, ehe ihr tanzt«, sagte er, ging weiter und traf die gute Mumme Bertha, die einen Korb voll frischer Eier trug. »Wollt ihr ein schönes Stückchen auf der Flöte hören, Mumme Bertha?«, fragte Hans. »Ei, gerne«, sagte die Mumme. Holtrip Hopp ging ein Tänzchen los auf den Holzschuh, dass die Eier im Korbe sprangen und krachten. Kein Ei blieb ganz, ein gelber Brei auf dem Boden, ein gelber Brei im Korbe und die Schürze beschmutzt. So sah es um die Mumme aus, als sie endlich weinend stille stand. Der Hans hielt sich den Bauch vor Lachen. »Nun seid ihr womöglich böse auf mich, Mumme«, schrie er. »Was kann ich denn dafür, wenn ihr den Korb nicht beiseite stellt, ehe ihr zu tanzen anfängt, wie ein junges Mädchen?« Und vergnügt über seine dummen Späße ging Hans für heute nach Hause. Als er zu Hause war, kam gerade der Geschirrhändler mit seinem wohlbepackten Esel um die Ecke. Das Glöcklein läutete, das Geschirr glänzte und der Händler schrie seine Ware aus. Ach, da war Hans zu boshaft und pfiff ein lustiges Stücklein. Wie tanzte der Esel sogleich. Ausgelassen und wunderschön hüpfte er umher, wie ein richtiger Tänzer. Natürlich war des armen Mannes Ware dabei verloren. Topf und Krug, alles, alles ging in Scherben. Der Händler schluchzte bitterlich. »Was kann ich dafür, dass der Esel so viel Geschirr am Rücken trägt?«, wollte der Pfeifenhans sich ausreden. Jedoch das Wort blieb ihm im Munde stecken, denn mit Besen und Dreschflügeln kamen die Leute gerannt, um dem Hans wohlverdiente Prügel zu geben. Das war eine tolle Jagd, wie der Hans davonlief und die Leute hinter ihm her. Es blieb ihm kein Atem mehr, ein Stücklein zu pfeifen und zu versuchen, ob sie nicht tanzen müssten. Schließlich holten sie ihn ein.
Oh weh, das gab ganz fürchterliche Schläge, wirklich ganz fürchterliche Schläge. Ja, jetzt musste Hans sein Tänzchen aufhören. 2 Tage lungerte er darauf im Walde herum und war gar übel dran. Dann trieb ihn der Hunger wieder zu den Menschen. Wohl oder übel, denn umsonst bekommt kein Mensch einen Bissen Brot, musste er sich bei einem Bauern in Arbeit verdingen. Und siehe, die Arbeit bekam ihm so gut, dass er Monate und Jahre bei den Bauern blieb. Die Schläge hat der Pfeifer Hans nie vergessen. Er getraute sich nur mehr auf seiner Flöte zu spielen, wenn er dazu aufgefordert wurde. Aber dann, auf dem Tanzboden oder bei Hochzeiten, da pfiff er so wunderschön, dass niemand zu tanzen aufhören konnte, solange er die Flöte am Munde hielt. Noch heute sagen die Leute im Städtchen, einen besseren Musiker als den Pfeifer Hans hätte es nie gegeben. Ende von Der Pfeifer Hans von Frank Adams. Gelesen von Elli, Dezember 2010. Abschnitt 6 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Des Pilzling-Volkes lustig treiben will ich in Bild und Wort beschreiben, von Else Dorn. Der Steinpilz. Welchen Jammer, welchen Graus, Schneeweiß die kleinen Steinpilz aus. Stürzt auf seine Mutter zu, hinter ihm tönt's, mu mu mu, ward am Steinpilz voller Schrecken, alte Kinder zu verstecken, und vor Angst sie selber weint, denn es naht ihr schlimmster Feind. Ja, die schöne bunte Kuh frisst die Schwämme auf im Nu, und ihr größter Leckerbissen ist der Steinpilz, müsst ihr wissen. Schwupp, sie fasst ihn schon am Kragen und verzehrt ihn mit Behagen. Der gelbe Ziegenbart, Hahnenkamm. Im tiefen Wald bei Fichten und Tannen, wo niemals die brausenden Winde wehen, seht ihr das Dorf der Ziegenbartschwämme, wie gelbe Korallen im Moose stehen. Mit goldenen Fransen, zierlichen Röckchen, mit leuchtenden Krüllen im Lockenhaar, fürwahr, den stolzesten Königskindern gleich Ziegenbarts reizende Kinderschar. Sie reiten mutig Tannenzapfröslein und schmausen nach herzenslos Perlenfein. Fürwahr drum, wenn ich zu wählen hätte, möchte ich ein Ziegenbartfräulein nur sein. Der Butterpilz. Während sich die Butterpilze voll im Mittagsschlafe strecken, nahen sich von allen Seiten hungrige und freche Schnecken. Ach, behaglich ist zu träumen und im Grase sich zu recken, denkt der Pilzling. Doch sein Häuslein fängt die Schneckern zu belecken. Und sie frisst mit Wohlbehagen Näpfeln, Töpfeln, Kissen, Decken. Ja, sie wagt's, das jüngste Pilzling gar zu zausen und zu necken. Das erwacht davon und reibt sich seine Äuglein, welchen Schrecken. Jämmerlich fängt's an zu schreien und die anderen zu erwecken. Alle fahren in die Höhe, greifen rasch zu Peitschen und Stecken. Und im Nu sind fortgejagt die gefräßigen bösen Schnecken. Der Champignon. Es herrscht stolz im Schwammerreiche, der dicke König Champignon, und es marschiert an seiner Seite der Kronprinz hier, sein ältester Sohn. Es huldigt ihn in steter Treue, der Schwammervolk, ob alt, ob jung. Wo er sich zeigt mit seinen Kindern, tut mächtige Begeisterung. Er hat viel prächtige Paläste, die Fahnen wehen auf dem Dach, und vor dem Tor der lange Pilzling hält unentwegt und tapfer wach. Doch hilft's ihm nichts, denn ach, die Menschen, die kommen gleich von nah und fern, sie reißen ab die Königsschlösser, denn man isst halt Champignons so gern. Doch darauf grollet nicht der König, er spricht nur, wohl bekomme es euch. Dann lüftet er vergnügt die Krone und baut sich neue Häuser gleich. Der Schopftintling. Nun sind wir in der Pilzlingsschule, dort lehrt die Tante Schopftintling. Sie ist schon alt, hat eine Rute und achtet streng auf jedes Ding. Man muss das ABC erlernen, das Lesen, Rechnen, Schreiben auch. Man kommt ins Eck, kriegt Strafarbeiten, genau wie es beim Menschen braucht. Den Tintenfleck hat hier das Pilzlein aufs neue Kleidchen sich geschmiert. Es wird gezankt, derweil sein Bruder die Schulglock läutet ungeniert. Wenn nur zu end das Dumme lernen, so denkt der Frechling unentwegt. Jedoch das brave Fliegenpilzlein vom Baum her neue Tinte trägt. Man muss geduldig drum noch warten, bis es 12 erschlagen tut. Dann aber schmeckt den fleißigen Kindern das Mittagsbrot noch mal so gut. Der Stinkpilz. Die Stinkpilzhexe steht auf der Lauer, ihr Pilzlein, seid wie sie doch schlauer, rennt vor ihr weg mit flinken Beinen. Ach, lieber Gott, jetzt fängt sie einen. Jetzt 2, jetzt 5, zuletzt sind's 10, ihr Armen, um euch ist's geschehen. Nun trägt die Kleinen sie ins Haus, wie bös und schlecht sieht die Hexe aus. Sie bringt einen Riesenlöffel herbei und kocht die armen Pilzlein zu Brei. Der riecht so grässlich, dass alles entflieht, ein ekliger Schwaden zum Dach hinauszieht. Nun murmelt sie Sprüche, es wackelt ihr Kopf, ein gräulicher Stinkpilz schießt raus aus dem Topf. Der große Schirmling. Hier sitzt Tante Schopftintlings vornehme Bas, die stolze Frau Schirmling, und rümpft die Nas.
Sie hält ihren Sonnenschirm dicht vors Gesicht, damit sie beileib keine Sommerspross kriegt. Jedoch ihre Söhne sind tapferer sehr, sie rüsten sich aus mit einem Schwert und einem Speer. Mit lautem Hurra geht's vom Berg durch das Tal, ein jeder von ihnen wird Pilzgeneral. Und sind sie erwachsen, so gibt's keinen Halt. Sie ziehen mit ihrer Armee in den Wald, vernichten des Pilzvolkes grimmigsten Feind, wie Schnecke, wie Raub, wenn der Tag ins erscheint. Ganz brav bei Mamachen sitzt Nestchen klein, um nichts in der Welt möchte ein Kriegselder sein. Es ist eine Preiselbär, friedlich und still, damit ist zufrieden und mehr es nicht will. Der Fliegenpilz. Wenn das Wetter schön und heiter, sonnig, trocken und so weiter, freut sich darauf, so sehr er kann, Fliegenpilz, der Malersmann. Er malt Sofa, Stühle, Stöcke, seine Frau macht Hütte und Röcke, doch vertrau auf sie nicht blind. Manchmal kleidet sie ihr Kind, weiß wie ein junger Champignon. Schaden hat dann der davon, der den Schwamm isst mit Genuss, weil er daran sterben muss. Darum folgt, wenn ich dich mahn, rühr den Fliegenpilz nie an. Der Eierpilz. Frische Eier, gute Eier, jedes Schock fast nur ein Dreier. Sacht im Norden, Osten, Westen, Eierpilze sind die besten. Schön und sauber sind sie immer, auch ihr Haus und ihre Zimmer glänzen helle in der Sonne. Ha, es ist halt eine Wonne, wenn man fleißige Kinder hat, welche putzen früh und spät. Großes Lob sie drum verdienen, nehmt ein Beispiel euch an ihnen. Der echte Reizker. Frau Schwammerling ist sehr fidel, seit ein wundervolles Fest. Sie trägt ihr nobelstes Gewand und kocht Tee für ihre Gäste. Die Kinderlein, die jubeln laut und stehen voller Freud dabei, derweil es Erdbeerkuchen gibt und obendrein noch Birkenbrei. Wie schade, dass es regnet grad, wenn solches Fest gegeben wird. So denkt ihr wohl und grämet euch, ob dieses Pech allein ihr irrt. Die Pilzlingsmutter sagt erfreut, wie schön, dass es in Strömen gießt. Wenn Regenflut vom Himmel tropft, der Pilzling doppelt kräftig sprießt. Nie fühlt der Reizger sich so wohl, nie schmeckt er besser, merkt euch das, als wenn die Flut vom Himmel strömt, und wenn er isst, ganz pitschpatsch nass. Pfeffermilchling und Knorpelpilz. Es leben im Reiche der Pilze, auch Riesen gar mächtig und fett, und Zwerglein hausen im Grase, doch diese sind zierlich und nett. Hier sitzt eine Schwammerlingsriesin, sie hält auf dem Schoß ihr Kind und blicket voll Stolz auf den Kleinen, ihr wisst ja, wie Mütter stets sind. Und in ihrer Nähe da krabbeln gar winzige Pilzlein umher, sie zittern just grad für ihr Leben und weinen und jammern so sehr. Und in ihrer Nähe da krabbeln gar winzige Pilzlein umher, sie zittern just grad für ihr Leben und weinen und jammern so sehr. Ach, wenn jetzt die böse Frau Riesin uns fröhliche Wichtlein ergreift, so schenkt sie uns ihrem Kinde, das drückt und quetscht, bis man pfeift. Seht her, unserem Bruder den Dümmbein, den nahm sie erst gestern beim Schopf. Wer weiß, was dem Ärmsten geschehen wird, am End, ach, verzerrt man den Tropf. Wir wollen doch lieber entfliehen, vielleicht hilft die Schnecke aus der Not. Sie schlucket die Riesen zum Frühstück, hurra, und dann sind sie mausetot. Die Steinmorchel. Wenn die Birken grünen und die Primeln blühen, wenn die Frühlingslüfte durch die Wälder ziehen, baut Herr Morchel sich sein Häuslein auf der Stelle, und sein braunes Mützlein glänzt ihm dickicht hell. Er kehrt ab die Hügel, fegt Hain und Flur, seine Frau dagegen kämmt, die Kinder nur. Sind sie fertig, geht's hinab zum weichen Rasen, auf der Primel lässt sich gar so herrlich blasen. Doch Frau Morchel bittet, keinen Lärm zu machen, weil die kleinen Pilze sonst am Ende erwachen, die noch ruhig schlafen in der Erde Schoß. Würde dies geschehen, wär wohl der Teufel los. Alle würden schreien, Morchel, höre du, gönn unsere müden Pilzen doch die Winterruh. Rufen magst im Frühlingswinter weitergehen, unser eins will erst im Herbst aufstehen. Ende von Des Pilzlingsvolkes lustig treiben will ich in Bild und Wort beschreiben. Von Else Dorn, gelesen von Elli, Juni 2011. Abschnitt 7 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Die 12 Handwerker von Johannes Trojan. Der Bäcker. Wenn andere Leute im Bette noch ruhen, habe ich im Backhaus schon viel zu tun. Holt morgens die Köchin das Frühstück ein, muss alles fertig gebacken sein. Ich mach das Brot auch nicht zu klein, nehm zu der Semmel das Mehl recht fein. Zum heiligen Christ back ich Kuchen gern, mit Zucker, Rosinen und Mandelkern. Drauf freuen die Kinder schon lange sich sehr und wünschen, dass es immer Weihnachten wär. Der Müller. Meine Mühle auf einem Hügel steht, weil dort der Wind am besten weht. Bring nur dein Korn, du Bauersmann, dass ich recht fleißig mahlen kann. Willst, Bäcker, du das Mehl recht fein, komm nur in meine Mühle herein.
dann kannst du nach Belieben suchen das schönste Mehl zu Brot und Kuchen. Es treibt der Wind die Flügel geschwind, sie drehen sich um im Kreis herum, hinauf, hinab, klipp, klapp, klipp, klapp. Der Schmied. Sprüht, Kohlen, sprüht, bis das Eisen glüht, blase, Balg, mach Wind, dass es geht geschwind, Eisen muss sich biegen, dass die Funken fliegen, Hammer niederfällt, dass im Ohr es gellt, piff, paff, puff. Kinder böser Art sind wie Eisen hart, denn sie hören nicht, was der Vater spricht. Doch ihr harter Sinn bringt kein Gewinn. Röhrchen tanzet wohl auf dem Kamisol. Piff, paff, puff. Der Sattler. Ihr vornehmen Herrn kommt nur zu mir. Karossen und Kutschen stehen fertig hier. Ihr ruht in meinen Wagen, auf welchen Sitzen mit Wohlbehagen. Auch mache ich Sättel bequem zum Reiten, desgleichen Bügel die Pferde zu leiten. Auch schöne Jagdtaschen für den Jägersmann, dass er Hasen und Hühner hineinstecken kann. Und für den Knaben, der feinartig ist, mach ich Wiegenpferdchen zum heiligen Christ. Der Schneider. Wenn der Hahn kräht, der Schneider aufsteht, hat wenig Ruh, nicht immer zu, von Tuch dem Besten, Röcke und Westen, den jungen Herrn, die sich putzen gern. Wenn sie gehen zum Tänzchen, macht er Frack mit Schwänzchen. Er weiß zu schaffen, aus einem Affen ein stattlich Männlein im feinen Röcklein. Ob mit dem Kleide sich schmücket der Wicht, das kümmert ihn nicht. Für Große und Kleine, Vornehme und Gemeine. Auch für den Adel schwingt er die Nadel. Aber am Sonntag, der Schneider nicht nehmen mag, zieht an den Bratenrock, nimmt in die Hand den Stock, gehet mit frohem Sinn dann nach der Kirche hin, danket dem lieben Gott, dass er ihm gibt sein Brot. Montag mit frischem Blut geht auch die Arbeit gut. Der Schuhmacher. Der Schuhmacher macht eine feste Naht, aus gutem Hanf ist sein Draht. Er klopft das Leder auf hartem Stein, das wird eine gute Sohle sein. Er zieht den Draht und stöhnt dabei, zuweilen reißt er ihm entzwei. Dass kein Schuh noch Stiefel drückt, nimmt er das Maß nicht ungeschickt. Seine Arbeit ist von guter Art, er hat ja keine Mühe gespart. Ganz spiegelblank die Stiefel sind, der Bursche trägt sie fortgeschwind. Juchhe, wie kommt er angeflitzt, das Trinkgeld in der Tasche sitzt. Er sieht wohl auch die Höferin, die Kirchen stecken ihm im Sinn. Doch nein, er ist ein starker Held, er spart sich lieber Reisegeld. Der Scherenschleifer. Schnur, 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 ich bin der Schleifer Mur, ich muss mich ernähren von meinem Rade, Messer und Scheren holt aus der Lade. Wo sie verrosten, bringt sie zu mir, ich soll nicht viel kosten, ich halte hier. Schnur, 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 ich bin der Schleifer Mur. Kommt kleine Mädchen und kleine Buben zu meinem Rädchen aus euren Stuben, ich will euch belehren, müsstet mich hören. Soll man euch lieben, müsstet ihr euch üben. Immer artig und fein müssen Kinder sein. Drum hübsch, höflich und bescheiden, denn Ungeschliffene mag niemand leiden. Schnur, 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 ich bin der Schleifer Mur. Der Tischler. An meiner Hobelbank wird mir die Zeit nicht lang, bin niemals träge mit Hobel und Säge, mit dem Bohrer dem Spitzen, mit dem Messer zum Schnitzen, weiß ich zu machen viel schöne Sachen. Aus Holz dem Groben, aus Bretter und Kloben, Tische und Bänke, Kommoden und Schränke. Auch sind zu finden bei mir viel Spinden, recht fest und dicht, denn so kann nicht der Staub dahin gelangen, wo unsere Kleider hangen. Auch mache ich viele bequeme Stühle, und dass die Kleinen so arg nicht weinen, hübsch ruhig liegen, mache ich die Wiegen. Der Böttcher. Ich bin der Böttcher, binde das Fass, oft wird mir die Stirn vom Schweiße nass. Meine Arbeit ist für wahr kein Tand, ich treibe den Reifen mit harter Hand. Wohl bin ich auf meine Tonnen stolz, ich mach sie nur aus gutem Holz. Sie halten über 100 Jahr den Wein im Keller gut und klar. Vom Waschfass oft der Reifen springt, wenn man es in die Sonne bringt. Da macht die Hausfrau ein groß Geschrei, dass ich ein schlechter Böttcher sei. Stillschweigend leg ich den Reifen um, schlag drauf mit dem Knüppel, bum bum bum. Der Maurer. Wenn der Frühling wiederkehrt und der Schnee verschwindet, ist der Maurer wieder froh, weil er Arbeit findet. Früh beginnt er schon sein Werk, wird's ihm morgen helle, greift er nach dem Winkelmaß und nach seiner Kelle. Drauf legt er Stein auf Stein, wirft den Kalk darüber, brennt das Pfeifchen in den Mund, mauert er noch viel lieber. Schnurgrab müssen Wände sein, darf drum nicht vergessen, mit dem Blei dem Winkelmaß oftmals nachzumessen. Jenes Prachtgebäude dort, das so schön verziert, mit den Säulen vor der Tür hat er auch geführet. Der Klempner. Ich bin der Klempner, versteh meine Sachen, weiß aus dem Bleche viel Dinge zu machen. Wollt ihr Kaffee trinken, braucht ihr uns nur zu winken. Denn um schnell euch zu bedienen, mach ich Kaffeemaschinen, Milchkannen, Badewannen, Puddingformen groß und klein, findet ihr, kommt nur herein. Auch Leuchterlampen könnt ihr sehen, schön lackiert bei mir stehen. Sparbüchsen von der besten Art, wo man verschließt, was man gespart. Ich verstehe das Blech zu regieren, weiß daraus tausenderlei zu fabrizieren. Der Kesselflicker.
Meine Werkstatt ist die Straße, mein Sitz auf hartem Stein. Bald plagt mich kalter Regen, bald heißer Sonnenschein. Meist sitz ich an der Ecke, dass man mich leichter sieht. In meiner kleinen Pfanne das Kohlenfeuer glüht. Ich flick die alten Kessel, bringt sie mir nur heraus. Gern flick ich an den Menschen auch alle Fehler aus. Ende von Die 12 Handwerker von Johannes Trojan, gelesen von Elli, Dezember 2010. Abschnitt 8 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Elli. Im Himmel und auf der Erde. Herzliches und Schmerzliches aus der Kinderwelt von Heinrich Hoffmann. Der Sonnabend im Himmel. Er meint vielleicht die Engel oben, die hätten weiter nichts zu tun, als nur zu singen und Gott zu loben und dann gemächlich auszuruhen. Oh nein, das kann ich besser sagen. Im Himmel, da muss man sich auch plagen. Ein Engel muss sich tüchtig rühren und hat große Wirtschaft zu führen. Denn Arbeit gibt es in Menge dort und faule Engel, die jagt man fort. Vorab am Samstag, da gilt sich's Regen, da heißt's den ganzen Himmel fegen. Es tut auch das Seine an jeder gern, denn der Sonntag, der ist ja der Tag des Herrn. Da wird alles Unnütze ausgelesen mit goldenen Bürsten und goldenen Besen. Da wird nun gescheuert in allen Ecken, kein Stäubchen kann sich da verstecken. Vom Keller bis hinauf zum Dach, in Küchen kann man in jedem Gemach, wird alles gewaschen und geputzt und zurechtgestellt und zurechtgestutzt. Und Wasser gibt es, so viel sie verlangen, man kann sie an jeder Wolke fangen. Damit nun bei all diesem Schaffen und Treiben die Kleidchen hübsch rein und trocken bleiben, haben die Englein in diesen Stunden blütenweiße Schürzchen vorgebunden. An den Himmelspforten und Wolkenschiffen wird alles geflickt, was etwa zerrissen. Das kleinste Ritzchen wird fein gestopft und der Staub dann gehörig herausgeklopft. An der Milchstraße vor allen Dingen ist viel zu tun und in Ordnung zu bringen, weil auf ihr die himmlischen Heeresscharen spazieren gehen und spazieren fahren. Wenn alles recht glatt und hübsch eben ist, dass nirgends ein Anstoß gegeben ist, dann kommen die Engel mit güldenen Kannen und bringen die Milch in Kübeln und Wannen und müssen die Straße gehörig begießen und lassen die Milch in Strömen fließen, dass man bequem und hübsch weich drauf geht, ohne dass Staub entsteht. Wird's dann so heiß in feinem Mäntchen, so trinken sie aus ihren Kännchen. Dann haben sie ferner noch große Not mit dem Morgen und dem Abendrot. Sie müssen die Wolken fein zart bemalen, damit sie wie Purpur und Feuer strahlen. Sie müssen die Sterne mit Öl versorgen, damit sie brennen von Abend bis Morgen. Es machen dann in der Dämmerstunde die Engel am Himmel die weite Runde. Im fernen Osten beginnt die Bahn und stecken die Himmelslichter an. Da kann es nur mitunter geschehen, dass die kleinen Herren nicht recht zusehen und ihr Kerzenlicht nicht gehörig fassen und hinab auf die Erde fallen lassen. Das fällt nun und schießt in heller Pracht, pfeilschnell dahin durch die dunkle Nacht. Wir Menschen aber hier unten sagen, Sternschnuppen sind's, die da oben jagen. Absonderlich Arbeit macht der Mond, denn der ist Reinlichkeit gewohnt und würde sich in die Seele schämen und würde sich krank und elend grämen, wenn er am Sonntag, am Tag des Herrn, nicht wäre der hellste und schönste Stern. Da kommen denn die Engel nun, um alles Mögliche zu tun. Sie bringen Leitern und steigen empor und putzen dem Monde die Nase und das Ohr und reiben und waschen sein Angesicht, dass ihm der Angst schier ausbricht und dass die Tränen, die schweren vollen, ihm über die blassen Wangen rollen. Er aber muckt nicht und hält fromm still, weil er recht rein und hell sein will. Da strahlt er zuletzt auch wie silberblank und sagt den Engeln den schönen Dank. Ist nun die Arbeit all vollbracht, so beten sie und sagen schön gut Nacht dem lieben Gott und legen sich in ihre Bettchen säuberlich. Der Mond zeigt leist die Stunden an, es schläft jetzt auch St. Peters Hahn, der sie am Morgen früh erweckt. Er schläft und hält den Kopf versteckt, und alles schläft in Fried und Ruh, nur gute Träume gehen ab und zu. Wenn nun am Sonntag alles rein im Glanze steht und Sonnenschein durch alle Himmelsräume bricht, dann scharen sich die Engel dicht. Von den fernsten Fernen kommen die Himmelsknaben her, die Frommen, und setzen sich ruhig und leise auf die goldenen Stühle weit im Kreise. Und nun in goldreinen Tönen schwebt ihr Gesang zum ewig Schönen, zum heiligen Throne Gottes auf. Die Sterne hemmen ihren Lauf, es steht der Mond in stiller Ruh, und alle hören betend zu. Schwacher Kinder, zarter Laute, sie verhallen zwar so leicht, doch das Wort, das Gott vertraute, hat noch stets sein Ohr erreicht. Herr im Himmel und auf Erden, ewig sei's gepriesen du, lass die Bösen frommer werden, und die Guten führen uns zu. Der Herr Knirps. Das sagen sie immer, ich sei nur ein Kleines, ein Knirpschen, ein Kerlchen, ein Bürschchen und so. Sie meinen noch Wunder, was sie mir da Feines und Artiges sagen. Ich danke. Hoho.
Kein Wunder, wenn ich einmal ärgerlich werde. Da bleibe geduldig, wo bleiben es kann. Ich reiche vom Kopf hoch hinab bis zur Erde und bin doch ein ganzer, ein stattlicher Mann. Jetzt will ich's euch zeigen, dann lasst ihr das lachen. Bald stehe ich als Herr, als ein wirklicher da. Es sind nur die Kleider, die mich kleiner machen. Jetzt nehme ich die Stiefel von meinem Papa. Nun hole ich den Rock mir. Ja, aber das sollte ich, und ich weiß doch nicht wo, in die Armen hinein. Ich habe es, so geht es. Wie steht man das goldig? Sagt, könnte ich mein eigener Herr Vater jetzt sein? Das spanische Rohr, so muss ich es fassen. Ein weniges ist es nun freilich zu lang. Jetzt werden die Leute das Reden schon lassen. Der Stock gibt dem Mann den gehörigen Gang. Nun aber die Pfeife, so recht mit Behagen, grad wie sie täglich mein Väterchen schmaucht. Ich kann schon das Rauchen ein wenig vertragen, zumal wenn der Tabak nicht brennt und nicht raucht. Jetzt schaut einmal her, nun könnt ihr ermessen, was alles am Menschen die Kleidung tut. Doch halt, ei, fast hätte ich das Beste vergessen. Es trägt auf dem Kopfe der Mann einen Hut. Ich gehe auf die Straße und zeige mich dorten und spiele meine Rolle gewisslich nicht schlecht. Sie werden mich grüßen mit höflichen Worten. Ergebenster Diener, gehorsamster Knecht. Er schreit und stolpert und kollert, da liegt er, es zappelt am Boden die kleine Gestalt. Der Traum seiner Jugend, wie eilig verfliegt er. Du Knirpschen, erwartest, die Zeit macht dich alt. Das Fünklein, das spazieren ging. Das Fünklein ging so eilig, allein in finsterer Nacht. Was ist das so langweilig? Ist niemand da, der wacht? Da kam das Hölzchen gegangen und sprach, ich fürcht mich sehr, was soll ich nur anfangen? Stockfinster ist zum Herr. Das Fünklein sprach, du Gutes, komm her, wir gehen zu zwei. Sei nur getrosten Mutes, wir sehen schon hell dabei. Sie gingen wie Geschwister, so lustig Hand in Hand, mit Flüstern und Geknister, voll Scherz und Unverstand. Er stand in Schlaf versunken, ein Sessel alt und schwach, mit Flammen und mit Funken ward geneckt er wach. Vierbeiniger Geselle, du schnarchst wie nicht gescheit, komm, rühr dich von der Stelle und tu nur nicht so breit. Er gähnte weit und machte und langsam Schritt um Schritt, sein altes Holzwerk krachte und brannte lustig mit. Du Biederschrank daneben, du bist so hoch und stolz, komm her, das ist dein Leben, du hast viel trocken Holz. Nun ging es flott zusammen, der Sessel und der Schrank, die Stube stand in Flammen, der Tisch, die Tür, die Bank. Es hört das Dach ganz oben den tollen Lärm im Haus und spricht, was soll das toben? Ist das ein Hochzeitsschmaus? Es spielt wohl gar Verstecken, da bin ich auch dabei. Die Flammen steigen und lecken und toben in Lüften frei. Die Häuser rings erwachten und Hütte, Scheune und Stall. Sie jubelten und lachten. Hurra, wir spielen all. Es prasselte im Sturme und tobte sich nicht satt. Die Glocke rief vom Turme, in Flammen steht die Stadt. Durch Straßen auf und nieder floss nun das Feuermeer. Des Fünkleins tolle Brüder, sie tanzten drüber her. Am Morgen da begaben die Wilden sich zur Ruh, das Fünklein lag begraben und Asche deckt es zu. Doch Jammer, Not und Klagen, die ließ es viel zurück, zertrümmert und zerschlagen liegt dort ein manches Glück. Manch Haus hat all die Seinen begraben in seinem Schoß, und Kinder stehen und weinen dort einsam elternlos. So schreckliche Geschichten, die sind schon oft geschehen, das Fünklein soll mitnichten bei Nacht spazieren gehen. Süßes Naschwerk. Ei, Hänslein, Hänslein, Knuppermaus, sag an, was schnupperst du im Haus? Du stöberst alle Ecken aus, du willst gewiss naschen. Da steht ein Töpflein ganz allein, was mag wohl in den Töpflein sein? Das wird ein feines Tröpflein sein, das möchte ich versuchen. Die Mutter hat viel Guts daheim, vielleicht ist's ein zarter Haferschleim, vielleicht ist süßer Honig fein, das wäre für trefflich. Vielleicht gar's ins Mandelkern, Anis gebackenes Zuckerstern, und Schokolade, das hab ich gern. Putztausend, ei Putztausend, das Hänschen mit der Zunge leckt, das Töpflein hat es aufgedeckt. Was war nun wohl darin versteckt? Putztausend, feine Sachen. Ein Wespenschwarm flog aus dem Topf, dem Leckermäulchen um den Kopf. Wie stand er da, der arme Tropf, zerstochen und versteinert? Das Lied vom blinden Mann. Du armer Mann, es liegt die Nacht, tief um den Aug gebreitet. Dein Hündchen ist's, das dich bewacht, der Stab ist's, der dich leitet. So wandelst lichtlos du im Licht, auf freudelosen Wegen. Der Strahl der Sonne glänzt dir nicht, dir lacht kein Stern entgegen. Die Blume, die am Wege glüht, der Wald voll grünen Lebens. Was alles um dich strotzt und blüht, es strotzt und blüht vergebens. Die Jugend fröhlich Angesicht, du kannst es nimmer schauen. Dem Freund, der Trostesworte spricht, dem musst du blind vertrauen. Der Abend hebt im Osten sich, es geht der Tag zur Neige. Du merkst es kaum, weil rings um dich, die Nacht stets bleibt die gleiche. In deiner Hütte schläfst du nun, da naht der Traum gelinde, und löst, wenn alle Menschen ruhen, von deinem Blick die Binde. Er rührt dein Aug mit leichter Hand, und sieh, es ist erschaffen, weit liegt vor dir ein prächtig Land, von Sonnenglanz umflossen.
steigt des Waldes grünes Meer, bergauf, bergab in Wogen, und Blütenduft, dann kommt daher der Abendwind gezogen. Es geht der Strom durch Täler weit, und Wolkenzüge wallen in wundersamer Herrlichkeit durch blaue Himmelshallen. Und wenn nun auch der Tag erwacht, so hast du neu Vertrauen. Du wandelst durch die Erdennacht, um einst ins Hell zu schauen. Ende von Im Himmel und auf der Erde. Herzliches und Schmerzliches aus der Kinderwelt von Heinrich Hoffmann. Gelesen von Elli. April 2011. Abschnitt 9 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Prinz Grünewald und Perlenfein mit ihrem lieben Eselein von Heinrich Hoffmann. Seinen lieben Enkeln Heiner und Karl widmet dieses Buch der Großvater. Die Tage fliehen, es war vor vielen Jahren, als eure Eltern selbst noch Kinder waren, da schrieb ich diesen manchen buntes Buch. Ich wurde alt und all der Herrlichkeiten gedachte ich als längst vergangene Zeiten, die weit hinab der Strom des Lebens trug. Da kam mit ihr und euer kindlich Treiben, lehret mich aufs neue bunte Verse schreiben, und freudig nahm das Herz den alten Schwung, und mir gelang, so meine ich nicht minder, nimmt diese Blätter, Kinder meiner Kinder. Die alte Liebe wurde wieder jung. Ihr dankt mir wohl, ich selbst hab euch zu danken. Oft sah ich eure Kinderschritte wanken, und war zu führen euch dann treu bestrebt. Jetzt aber wisst ihr mir den Weg zu sagen, den Weg zurück zu sonnig hellen Tagen. Der altert nicht, wer mit der Jugend lebt. Die Königsfamilie. Ein König und seine Frau Königin, die hatten einen gar stolzen Sinn. Sie saßen mit ihrer goldenen Kron den ganzen Tag auf goldenem Thron. Und Knotter, das war des Herrn Königshund, der saß dazwischen fett und rund. Der war ein bissig böses Tier und bellte stets und aß für vier. Prinz Grünewald, des Königs Sohn, glich auf ein Haar dem Vater schon. Voll argen Sinns, voll Übermut, ein launenhaftes Junkerblut. Doch seine Schwester Perlenfein, die war wie milder Sonnenschein. Im Herzen gut ertrug sie still, wenn Grünewald sie quälen will. Der Esel aber sah wohl das und kaute Disteln still und Gras. Und wie er Gras und Disteln kaut, er ganz bedenklich vor sich schaut. Der Spaziergang. Ging nun das ganze Königshaus am Sonntag zum Spazieren aus. Dann schritt der König stolz voran, Frau Königin dicht hinten dran. Es kamen Arme jung und alt, von Hunger bleich, schwach an Gestalt. Und Vater, Mutter, Tochter, Sohn, die baten all im Klageton. Erbarmt euch hülfreich unserer Not, ein Stücklein Geld, ein Stücklein Brot. Der König, der schritt stolz einher, die Königin rümpft die Nase sehr. Und wie sie weitergegangen sind, da kniet eine Frau mit ihrem Kind. Die schlug Herr Grünewald mit seinem Stock, und Knotter zerrte sie am Rock. Du hartes Herz, du Herz von Stein. Und bitterlich weinte Perlenfein. Sie gibt ihr Geld und was sie hat. Ach, würden sie nur alle satt. Die Äpfel gibt sie und ihr Brot, sie teilt es gerne mit der Not. Sie tröstet hier, muntert dort, für jeden hat sie freundlich Wort. Der Esel schüttelt zudem all bedenklich die Ohren in seinem Stall. O stolzes, stolzes Königspaar, denn Hochmut bringt dich in Gefahr. Grünewalds Entführung. Am anderen Tag saß wohlgemut Prinz Grünewald auf dem Esel gut. Er ritt dahin in dem grünen Feld, als gehöre ihm die ganze Welt. Der Esel sprach da leis für sich, Herr Übermut, nun hab ich dich. Dein böses Treiben bin ich satt, und wie sie waren vor der Stadt, da ging es lustig querfeldein. Er schlug aufs gute Eselein. Nun ging es trab und hopp, und dann im laufenden Galopp, das flog so lustig hei juch hei, wie sausten Busch und Baum vorbei. Vom Königsschloss sieht man nichts mehr, dem grüne Wäldchen schwindelt sehr. Lieb Eslein, halt still, das Eslein nichts hören will. Es stürmt dahin, es hält nicht ein, jagt rasend über Stock und Stein. Da plötzlich wächst dem Esel gar ein mächtig großes Flügelpaar. Nun geht es aufwärts in die Luft, Prinz Grünewald um Hilfe ruft. Durch die Wolken geht der Flug, Prinz Grünewald muss mit. Er weint, er jammert laut und schreit, die Fahrt geht vorwärts weit zu weit. Zuletzt geht's aus den Lüften nieder, herab zur festen Erde wieder. In eines grünes Waldes mitten sind nun die beiden eingeritten. Der Esel hält, dreht sich und spricht, gefällt euch diese Reise nicht. Hier machen wir jetzt endlich Halt, Herr Grünewald im grünen Wald. Gebt acht, wie rasch ihr unten seid. Das geht wie Blitzgeschwindigkeit. Und nun fing unser Eselein an auszuschlagen und zu schreien. Prinz Grünewald flog auf die Erde mit sehr verwunderter Gebärde. Doch wie er auf dem Boden war, was da geschah, war wunderbar. Er war kein Knabe mehr. Alsbald war weiß sein Haar, seine Miene alt. Ein braun Gewand hielt ihn umhüllt und was ihn tief mit Schreck erfüllt. Er war so stumm als wie ein Fisch. Es sprang kein Ton mehr hell und frisch aus seinem Munde von dieser Stunde. Da blieb er stumm und blickte angsterfüllt herum. Der Esel aber weiter spricht.
Hör, nun beginnt dein Strafgericht. Alt bist du jetzt und du bleibst stumm, bis deine Zeit einst ist herum. In diesem finstern Walde lebe, bis ich den Zauber wieder hebe. Es führt kein Weg von dieser Stelle, geh in dich, bessere dich, Geselle. Mit diesen Worten geht er fort, lässt Grünewald allein am Ort und trottet auf bekannten Wegen dem heimatlichen Stall entgegen. Hunger und Arbeit. O Grünewald, wo ist dein Stolz? Du bist ein Prinz und spaltest Holz. Im Walde suchst du saure Beeren, um sie als Nahrung zu verzehren, mit Rübenwurzeln, hartem Kraut, da warst du nach und nach vertraut. Und findest du ein Vogelei, so ist es feinste Leckerei. Du quälst dich viel und lebst so schlecht und denkst, ja, mir geschieht schon recht. Und denkst gar oft mit bitterem Weinen an deine Schwester, an die Deinen und reuvoll an die armen Leute, bist dir selbst viel ärmer heute. Sie einer dich in solcher Not, jetzt sprichst du selbst, ach, schenk mir Brot. Doch ach, auch dieses kannst du nicht, bist ja stumm, du armer Wicht. Aus Laub und Reisern für die Nacht hat er ein Hüttchen sich gemacht, so lebt er stille, still für sich, gar manches Jahr recht kümmerlich. Familientrauer. Dieweil war in dem Königsschloss die Trauer und die Klage groß. Der König hing sein stolzes Haupt, weil man ihm seinen Sohn geraubt. Die Königin die tat nicht minder, er fehlt die Hälfte ihrer Kinder. Und Knotter gar in tiefem Kram für sechse Nahrung zu sich nahm, und Perlenfeindchen saß für sich und weinte viel und bitterlich. Doch größeres Unheil drohet schon, das nächste Blatt erzählt davon. Die St. Culotta. Wo plötzlich brach ins Königsland der Feind herein mit Mord und Brand. Es war der St. Culotta her, da half nicht Tapferkeit und Wehr. Geschlagen und vernichtet war des Königs Leibgardistenschar. Die Königsstadt ward eingenommen, das Königsschloss zuletzt erklommen. Und in dem Hof am hellen Tag der König totgestochen lag. Die Königin lag daneben, ganz mausetot und ohne Leben. Ein breites Schwertstock ohne Erbarmen, tief in der Brust der beiden Armen. Und Knotter auch erhielt den Lohn, er ward gespießt nicht weit davon. O Übermut, o stolzer Sinn, wo führest du den Menschen hin? Der Esel aber sah dies all aus seinem ganz zerstörten Stall, und er sprach zu sich, so muss es sein, jetzt rette ich die Perlenfein. Perlenfeins Rettung. Er eilt zu ihr und rief geschwind, steig auf, du liebes Königskind, ich rette dich und führe dich fort an einen sicheren, fernen Ort. Sie aber, ohne umzublicken, springt auf des guten Esels Rücken, und nun geht's in das Feld hinaus, weit ab vom blutigen Elternhaus, dann durch die Luft im Himmel zu, sie aber bleibt in stiller Ruh. Sie hat nicht Furcht, sie hat nicht Scheu, der Esel ist ja fromm und treu. Er lief auch sanft und leicht und gut, nicht so im tollen Übermut. Und endlich geht's auch diesmal wieder herab zur festen Erde nieder. Begegnung im Walde. Nun durch den Wald schritt Perlenfein, sie führt am Band des Eselein, bis sie zuletzt die Stelle fand, wo Grünewalds klein Hüttchen stand. Sie blickt den kleinen alten Mann mit Staunen und Befremdung an. Er aber kennt die Schwester gleich, eilt auf sie zu, so hoffnungsreich. Aus seinen Augen strahlt das Glück. Sie aber, sie weicht scheu zurück. Er konnte sich ihr ja nicht nennen, nicht fragen, willst du mich erkennen? Und hätt's die Sprache ihm erlaubt, sie hätt's ihm nimmermehr geglaubt. Sie sprach zu ihm, er wird gar Kreis, von dem ich nicht den Namen weiß. Sei freundlich gegen mich gesinnt, ich bin ein armes Königskind. Er aber weinte bitterlich und nahm sie freundlich auf bei sich. Als sie ihm dann am nächsten Tag erzählte von dem Unglücksschlag, von der Eltern schwärmlos, war seine Trauer stumm und groß. Ein gutes Essen. Am nächsten Tag zur Mittagszeit war Grünewald voll Traurigkeit. Er zeigte ihr sein kärglich Mahl, das war nun ganz erbärmlich schmal. Sie sprach, mein Freund, sei guten Mutes, der Esel bringt uns schon was Gutes. Zum Esel aber sagt sie dann, jetzt Grauchen, fang es pfiffig an, wir haben Hunger, eil und bringe zur Tafel uns feine leckere Dinge. Der Esel nickt und macht sich auf, waldeinwärts in gestrecktem Lauf. Und noch war keine Stunde hin, da sah man wiederkommen ihn. Vorsichtig ging er Schritt vor Schritt, zwei schwere Körbe bracht er mit, und Perlenfein backt lustig aus, viel höchliches zum Mittagsschmaus. Ein weißes Linnen liegt da fein, und Kuchen kommt und süßer Wein, und Braten und die Äpfel rot, und frisches, duftend frisches Brot, was Grünewald für Augen macht, wie das ihn höchlich angelacht. Doch wo die Sachen all sich fanden, mir hat's der Esel nie verstanden. Die Kinder, ohne viel zu fragen, die ließen es sich wohl behagen. Der Sonntag im Walde. Der Sonntag ist der Ruhetag, wo jeder gern sich freuen mag. Da kam denn zu den Kindern hier viel wundersames Waldgetier. Der Fuchs nahm seine Geige zur Hand, er war ein feiner Musikant. Es stellte sich das Eichhörnlein mit feiner kleinen Flöte ein. Mit seinem Basse kam der Bär dort aus den nahen Bergen her. Die Klarinette blies das Reh, das Häschen tat der Trommel weh. Mit seinem Waldhorn wusste gar der Hirsch zu spielen wunderbar. Und aus den Zweigen ringsum drang viel heller, lustiger Vogelsang. Der Esel zeigte sich im Glanze, dirigierte schön das Ganze.
Und unsere liebe Perlenfein saß mittendrein, sang glockenrein, ein Lied, das drang zum Himmel ein. Das weit es durch die Wipfel schallt, zum schönen, kühlen, grünen Wald. Es waren alle Herzen froh, und was sie spielten, lautet so. Wie in der Kirche fühl ich es hier im grünen Wald, den Atem Gottes fühl ich, wie er mich leis umwallt. Es wölbt sich aus den schlanken Baumstämmen grün das Dach, und leichte Schatten schwanken um den Boden allgemach. In meinem Herzen hör ich ein tröstend mildes Wort. Auch du bist Gott gehörig, er ist dein Schirm und Hort. Kling hin aus frischer Kehle, was mir das Herz geschwellt, und aufwärts jauchzt die Seele hoch über Wald und Welt. Durch grüne Wald der arme Wicht war stumm und singen konnte nicht. Er hörte still in aller Ruhe dem wunderschönen Liede zu. Die Erlösung. Am Tage, als das siebente Jahr der Prüfungszeit verflossen war, ging Grünewald und Perlenfein mit ihrem lieben Eselein stillschweigend an des Waldes Rand. Sie blickten sehnsuchtsvoll ins Land, da plötzlich durch die Lüfte drang es wie ein feiner Glockenklang. 12 Schläge waren's, Schlag für Schlag, die Kinder zählten ängstlich nach. Der Glocke tunglich wunderbar, der, die am Schloss des Königs war. Da tat der Esel auf den Mund, und also sprach er, euch sei kund. Die Frist der Buße ist zu Ende, Zeit ist's, dass alles jetzt sich wende. Du, Perlenfein, du hast aufs Neu bewahrt die alte Lieb und Treu, und Grünewald, dich hat das Leid von schwerem Herzen viel befreit. Demütig bist du, hast entdeckt, wie hart das Brot der Armut schmeckt, wie wohl des Mitleids Balsam tut, sei wieder jung und bleibe gut. Da kamen aus der Luft herbei, pfeilschnell gerauscht der Schwalben zwei, die eine nahm ihm den Tatar, der andere fasst ihm Bart und Haar, und plötzlich sieht gut Perlenfein vor sich ihr liebes Brüderlein, dem war die Zunge wieder frei. O Engelschwester, tönt sein Schrei, er ruft's und fliegt in ihren Arm. Wie wird das Herz im Glück so warm? Welch Wiedersehen so wunderreich! Sie aber weint und jauchzt zugleich. Der Esel sieht das alles an und schreit entzückt voran. Nun auf und fort zur Königstadt, wo auch die Not ein Ende hat. Die Kinderheimkehr. Mit Blumenkränzen in dem Haar kehrt nun heim das Kinderpaar. Der gute Esel trägt sie beid, nur mehr vereint in Innigkeit, und nimmermehr trug er liebre Last, sie hielt den Bruder treu umfasst. Die Tiere aus der Waldkapelle, die waren lustig mit zur Stelle. Mit Geigen und Trommelklingen will man die Kinder heimwärts bringen. Ein jedes Tierchen weiß und klug sein Instrument auch bei sich trug. Der Bär mit seinem Basse kam, das Eichhörnchen seine Flöte nahm. Da war der Fuchs mit seiner Geigen, um seine große Kunst zu zeigen. Das Reh mit seiner Klarinette lief mit dem Hirsch da um die Wette, denn um den Hals sein Waldhorn hing, als zum Burwurf vorne ging. Der Hase und auf seinem Rücken schien die Trommel nicht zu drücken. Kam dann ein schöner Platz im Wald, so machten sie ein wenig Halt und spielten da in Freud und Glück zusammen all ihr Lieblingsstück. Wir ziehen durch die weite Welt, wir halten, wo's uns gefällt, wir lustige Musikanten. Es scheint der Mond, die Sonne scheint, wir bleiben immer treu vereint in aller Herren Landen. Und wo geht durch Dorf und Stadt der Lauf, wir fliegen alle Fenster auf, wenn unsere Lieder klingen, die Mädchen nicken gern heraus, es fliegt ein frischer Blumenstrauß, den Dank uns da zu bringen. So ging der Zug wohl manchen Tag, weil ihre Stadt so ferne lag. Die Eltern erwachen. Zur selben Zeit als Grünewald erhielt die frühere Gestalt. Da lag der König und die Frau ganz an demselben Platz genau, und Knotter auch in großer Not lag dort gespießt und mausetot. Als nun die Türme 12 schlug, da kamen aus der Luft im Flug 3 Raben, und mit spitzem Schnabel ergriffen jeder einen Säbel und zog ihn leise aus der Brust auf frische neue Lebenslust. Und mit eurem Tod ist's nun vorbei, denn alles war nur Zauberei. Dem König und der Königin war es gar sonderbar zu Sinn. Sie trauten ihren Augen kaum, und Knotter schlug den Purzelbaum. Zweite Trauer. Im Leben folgt in kurzer Zeit auf hohe Freude tiefes Leid. Wo sind die Kinder, fragte er, und weinte viel und seufzte schwer. Wo sind die Kinder, weinte sie, und klagte viel und seufzte und schrie. Was soll uns Leben noch und Glück, wer bringt die Kinder uns zurück? Im ganzen Land war große Trauer, es weinte Bürgersmann und Bauer, und Schneider, Schuster, Müller, Schmied und selbst der Bäcker weinten mit. Im Throne sah man liegen ihn, die Königin fiel in Ohnmacht hin, Reichsapfel, Zepter und die Blum, die lagen um den Thron herum. Selbst Knotter war so weit gebracht, dass er nun fressen mußt für acht. Das Wiederfinden. Da aus den Schmerzen schwer und bang, weckt sie ein ferner heller Klang, der immer freudenvoller schallt und immer jubelvoller hallt. Die Kinder mit den Musikanten sind's, die den Weg zur Heimat fanden. Sie sind's, es sind die beiden. Vergessen sind die Todesleiden. Prinz Grünewald in höchster Lust springt an des Vaters Königsbrust, und Perlenfein viel Tränen weint, mit der Frau Mutter jetzt vereint. Und Knotter, oh, der fasst sich kaum, schlägt wieder einen Purzelbaum. Der Esel aber hat sich sacht in seinen Stall davon gemacht. Er steht still vergnügt und kaut an seiner Krippe Distelkraut. Es spricht der König nun voll Güte, hier seht das Glück in reichster Blüte.
doch jedermann, nicht wir allein, soll heute frohen Herzens sein. Ein Kinderfest soll all die Kleinen aus meinen Landen hier vereinen. Nach meinem Willen sei befohlen, die Kinder all hierher zu holen. Das Tanzfest. Nun kamen in dichten Haufen aus Stadt und Land herbeigelaufen, ein großer Tanz auf weiten Plan, so fing des Königs Festtag an. Die Tiere machten mit Geschick die allerschönste Tanzmusik, da wird Gewalt gehopft gesprungen und immer mehr dabei gesungen. Kinder im Reigentanz, zeigt euch, neigt euch, farb'ger Blumenkranz, finde dich, winde dich, Kinder von nah und fern, wie das klingt, wie das springt, seht, wie hier Stern um Stern heiter geht, weiter dreht. Der Wettlauf. In einer langen, langen Reihe gab's einen Wettlauf nun zu zwei. Es folgte eilig Paar auf Paar, das Ende kaum zu sehen war. Im bunten Blumenschmuck geschien der Garten durch das Feld zu ziehen, und Knotter lief am schnellsten doch, weil er das feine Kotelett roch, das ihnen schöner Soßenpracht von Ferne schon hat angelacht. Die Kinder aber sprangen den Weg dahin und sangen: Wir laufen um die Wette in einer langen Kette, und wer da kommt zuerst ans Ziel, hat schönen Lohn zum frohen Spiel, o wer ihn doch schon hätte. Nun springe frisch, mein Schätzchen, wie auf die Maus des Kätzchen, und sind wir nicht die Ersten jetzt, so sind wir doch zu allerletzt, wir finden schon ein Plätzchen. Das Ballspiel. Und wieder ist was Neues los, wie war die Lust der Kinder groß. Zum Beispiel kommt, der Platz ist frei, rief Grünewald, herbei, herbei. Zur guten Ordnung des Gefechts, die Knaben links, die Mädchen rechts. Und golden bunt hinauf zum Himmel, flog nun der Bälle leicht Gewimmel, und Knotter wird zum Kopfe dumm, der sprang in der Luft herum. Das Spiel ging lustig immer weiter, die Lieder klangen hell und heiter. Scharf das Auge, rasch die Hand, immer achtsam stets gewandt, aufgeschaut nach oben, gut geworfen, gut gezielt, fein gefangen, nicht verspielt, wollen wir euch auch loben. Die Brezelstadt. Nun ging es nach der Brezelstadt, wo jeder seine Brezel hat. Auf allen Turmespitzen, da sieht man Brezeln sitzen. Vor dem Tor hält treulich Wacht der Bäcker, der die Brezeln macht. Und Kinder kommen zu dem Schmaus, gesprungen aus der Stadt heraus. Der König und die Königin sind sehr vergnügt da mittendrin. Man sieht sie mit Behagen an ihren Brezeln nagen. Im Grünewald und Perlenfein hat jedes auch sein Brezelein. Viel Kinder sitzen an den Tischen, um höflich jetzt sich zu erfrischen. Man pumpt aus großen Kannen dort Schokolade heraus in einem fort. Von schöner Milch springt süß und rein ein Springfell in die Luft hinein. Und Sonn und Mond sind sehr vergnügt, weil jedes auch eine Brezel kriegt. Der Kuchenberg. Der Freude war jetzt fast zu viel, es kam nur noch ein Knabenspiel. Ein Kuchenberg war in dem Feld mit Zuckerschneeweiß hingestellt. Auf der einen Seite stiegen die Buben aufwärts mit Vergnügen und rutschten jubelnd dann und munter die andere, wie es ging, herunter. Das gab ein Lachen und Geschrei, und alle sangen sie dabei. Als hinauf, auf den Berg in raschem Lauf. Sind wir oben, werden wir es nicht mehr loben. Denn wir plumpsen, all herab in einem Klumpsen. Drum aufs Neu, all herbei, zur lustigen Kletterei. Und Knotter hatte unterdessen ein Loch sich in den Berg gefressen und sah dabei in aller Ruh dem fröhlichen Getümmel zu. Als nun das Spiel zu Ende war, da hat die liebe Kinderschar zu guter Letzt und unverwehrt den ganzen Berg noch aufgezehrt. Der König aber sagte nun, Zeit ist es jetzt bald auszuruhen. Ein Feuerwerk, das hat noch statt. Ihr seht es auf dem letzten Blatt. Das Feuerwerk. Hoch Grünewald und Perlenfein, hoch lebe auch das Eselein. Ihr Kinder, geht nun still nach Haus, denn unser Märchen, das ist aus. Ende von Prinz Grünewald und Perlenfein mit ihrem lieben Eselein von Heinrich Hoffmann. Gelesen von Elli, Jänner 2011. Abschnitt 10 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Aus Erbmännleins Klause. Ein Waldmärchen von Elsa Martmann-Beskow. Es war einmal an einem Sonntage, als ein Spielmann ganz still im Walde lag. Da durfte er ein feines, kleines Geheimnis kennenlernen. Warum er es durfte? Ach, wer das wusste. Vielleicht, weil gerade Sonntag war und die Glocken läuteten und sein Herz so froh, dass die Welt so wunderschön ist. Guten Sonntag, sagte eine dünne Stimme, und ein 3-Käse-hohes Männle mit grauem Bart, das seine Tannenzapfenmütze trug, stand vor dem Spielmanne. Ich bin Heinzelmann Knufus, und es freut mich, wieder einmal Besuch aus dem Menschenlande zu haben. Der letzte ist fast 100 Jahre her. Ich dachte, es kämen doch viele Menschen in den Wald, antwortete der Spielmann, der ganz verdutzt war. Oh, das schon, sagte der Hänselmann. Aber sie haben alle so große Augen und Hände und Füße, dass wir vor ihnen versteckt bleiben. Da fing der Hänselmann an, dem Spielmanne zutraulich von seinem Leben zu erzählen.
wie der Spielmann lauschte. »Darf ich das auch den Menschen weitersagen?« fragte er. »Ka platzo wut i«, antwortete Knuffus und lächelte. »Das war Hänselmanns Sprache und heißt so viel als. Wie werden Sie es denn glauben? Nun, hier ist die Geschichte, die dem Spielmanne erzählt wurde. Seht nach, ob ihr sie glauben könnt.« Ganz tief im Walde, dort wo die Kieferfichten dicht beieinander stehen und moosbewachsene Felsstücke unter lieben Blumen und roten und gelben Schwämmen verstreut liegen, hat der Hänselmann eine gemütliche Wohnung unter den weit ausgestreckten Wurzeln eines Baumes. Ein molliges Hänselfräuchen hält diese Wohnung und sich selbst und vier frische Hänselkinder so nett, dass es eine Lust ist. Da sind Peter und Fritz und Kleintini und Zipfelchen, alle vier sauber und hübsch gekleidet. Und über den vergnügten Gesichtern sitzen runde rote Mützen mit weißen Punkten. Oh, diese Mützen sind sehr praktisch. Das sind Versteckmützen, denn wenn die Menschen mit den großen Augen und Händen in den Wald kommen, dann drücken die Kinderlein sich pfutsch ins Moos und sind sicher, dass die giftigen Fliegenschwämme niemand berührt. Nur einen Fehler haben die roten Mützen, sie färben ab, wenn sie nass werden. Jedoch, das tut nichts. Es stehen ja so viele offene Regenschirme im Walde, unter die die Kinder sich flüchten können, wenn es zu tröpfeln anfängt. Es ist ein schönes und herzliches, aber auch arbeitsreiches Leben, das die Hänselleute im Walde führen. An stillen Nachmittagen, wenn der Vater sein Werkzeug ausbessert, setzt sich seine Frau gerne zu ihm und Kleintini muss ihr helfen, Garn zu wickeln. Dabei singen sie ein lustiges Lied, zu dem die Buben marschieren, und Zipfelchen im Grase singt auch schon mit. Stipp, stipp, pfeift es von dem nächsten Baume, das sind die Eichhörnchen. Sobald das Garn abgewickelt ist, rennt Kleintini davon und die Brüder hinterher. Nun wird Versteck gespielt, und was das für Verstecke sind, hinter den knorrigen Ästen der Föhre. Kinder und Eichhörnchen klettern und springen um die Wette. Denn Hänselkinder können das so gut wie die Tierchen selbst. Sie lachen und scherzen und essen zwischenhinein wieder eine Nuss. Vor lauter Eifer sind sie alle ganz erhitzt. Nur Zipfelchen sitzt im Grase und weint, dass er nicht mittun kann. »Dann will ich die Kröte haben«, verlangt er. Plumpsplatsch, da kommt die große Kröte mit den braunen Flecken auch schon herbei. Sie sieht so fürchterlich aus, als wolle sie das Kind verschlingen. Doch Zipfelchen lacht und sie schlingt den Arm um ihn, denn beide haben sich herzlich lieb. »Danke, Kröte«, sagt die Hänselmutter. »Ist es dir nicht so viel Mühe, so oft bei Zipfelchen zu sitzen?« »Was denkt ihr?« quakt die Kröte. »Erst gestern haben eure Jungen sich wieder geplagt und meinen Kindern das Springen gelehrt. Dafür will ich doch erkenntlich sein. Ihr glaubt nicht, was für Fortschritte sie schon gemacht haben.« »Ja, das ist das Köstliche am Waldesleben der Hänselkinder, dass sie so viele liebe Freunde an den Tieren haben. Nicht nur Frosch und Eichhörnchen, nein, fast alle Tiere kennen und lieben sie, sogar die düstere Fledermaus.« Abends wartet sie schon am Waldteiche und Peter und Fritz und Kleintini, sogar Zipfelchen, dürfen auf dem Rücken sitzen und fliegen, eins nach dem anderen. Mutter Kröte sitzt dann dabei und passt auf, dass kein Unglück geschieht. Aber einmal lebte ein schlechtes, falsches Tier im Walde, eine Schlange. Sie hasste die Hänselkinder, weil diese die Frösche vorher warnten und wollte ihnen Schlimmes tun. Sobald Vater Hänselmann das erfuhr, warf er sich in seine Rüstung aus Tannenzapfenschindeln, um so zum Kampfe bereit zu sein. Ach, wie erschraken die Kinder, als sie im Walde spielten und plötzlich das Tier mit erhobenem Kopfe zischend auf sie zukam. »Vater, Vater«, schrien Peter und Fritz. Kleintini konnte vor Schreck nicht einmal mehr schreien. Sie drückten sich zitternd hinter den Baumstamm. Da war schon Vater Hänselmann mit Speer und Schild. Unerschrocken griff er die Schlange an. Er kämpfte, dass sein Bart flog und sein Speer krachte. Mit fester Hand durchstach er den Kopf des Ungetüms, dass es endlich tot im Moose lag. Ja, nun sprangen die Kinder hervor und tanzten um die tote Schlange und schrien. Die müsse der Igel haben, die müsse Onkel Reibeisen bekommen. So groß war die Schlange, dass Peter und Fritz und Tini und Zipfelchen zusammen sie kaum tragen konnten. Dreimal mussten sie ihre Last niederlegen, bis sie zu des Igels Wohnung kamen. »Was spüre ich da vor meiner Tür?« fauchte der Igel. Aufgebläht wie eine Stachelkugel rollte er aus seinem Loche und machte fürchterliche Augen, als er die Schlange sah. Natürlich, darüber mussten die Kinder so lachen, dass Onkel Igel sofort den Scherz durchschaute. »Ich bin euch sehr verbunden, Kinderchen«, sagte er und leckte sich begierig das Maul nach dem feinen Schmause. »Und eurem Vater auch. Sagt ihm, wenn er eine neue Nadel braucht, soll er nur kommen. Ich hebe ihm alle Stacheln auf, die mir ausfallen.« So frohgemut waren die Kinder lange nicht gewesen. Peter und Fritz machten große Pläne, wie sie den Vater nachahmen und auch große Krieger sein könnten. Mit großen Knütteln machten sie sich auf, die Burg der Ameisen zu erobern. Aber oh weh, da kamen sie schlecht an. Die Ameisen wehrten sich, sie kniffen und zwickten sie, dass sie heulend nach Hause kamen. Da hatte die Mutter viel zu tun, bis die geschwollenen Beine und Arme verbunden waren. Noch dazu war Vater Hänselmann sehr aufgebracht. »Ihr seid Waldkinder und wisst nicht, dass die fleißigen Ameisen nicht gestört werden dürfen«, fragte er streng. »Merkt euch die Strafe, die ihr bekommen habt, sonst soll mein Stock euch eindringlicher belehren.« »Oh ja, das wissen Peter und Fritz nun, aber etwas anderes, das sie auch wissen sollten, beachten sie nicht.« »Die Blaubeeren sind reif und die schönsten gibt es am Rande des Berges.
Überall dürfen die Hänselkinder hingehen, nur nicht zur Höhle, wo der tausendjährige Berggeist wohnt. Er will seine Ruhe haben, und das hat Hänselmann Knuffus ihm versprochen. Ei, mein Tiniklein, wenn wir ganz leise vorbeischleichen, wird es nicht schaden. Huh, wer je gesehen hat, wie ein Berggeist aus seiner Höhle fährt und wie er brüllt dabei, der kann den fürchterlichen Schrecken der Kinder begreifen. Sie rennen davon, dass Fritz hinfällt und Zipfelchen seine Mütze verliert und alle vier am ganzen Leibe zittern. Der Berggeist hält sich den Bauch vor Lachen darüber. Er hätte Hänselmanns Kindern nichts zuleide getan, aber dieser Scherz gefiel ihm. Zufrieden tauchte er in seine tausendjährige Finsternis zurück. Die Blaubeeren sind reif, dann stehen auch die Schwämme am besten und am zahlreichsten im Walde. Vater Hänselmann zieht mit den Kindern hinaus und zeigt ihnen die guten und schlechten Schwämme. Das heißt, die großen Buben müssen natürlich schon Kenner sein. Sie werden fest um Ohr gezupft, wenn sie noch einen Giftpilz herbeibringen. Das sind große Erntetage. Die Axt ist scharf geschliffen, sie schneidet prächtig in den Stamm der großen Herrenpilze. Eierschwämme, Bretlinge und Champignons und ganze Körbe voll Preiselbeeren schleppen die Kinder mit der Mutter nach Hause. Sogar Zipfelchen muss schon helfen, die Beeren auslesen und gesäuberte Schwämme und Schnüre anreihen, damit sie zum Trocknen aufgehängt werden können. Es ist Herbst und Hänselfrau denkt an den langen Winter. Das Wichtigste ist die Wiesenwolle. Sie wurde gepflegt und begossen und wie wenn die Kinder unachtsam über die Sumpfwiese liefen, auf der die weißen Federchen standen. Jetzt ist die Zeit zum Mähen und zum Hecheln und Spinnen. Was würden die Hänselleute ohne Wiesenwolle anfangen? Aus ihr werden die warmen Kleider und Mützen für den Winter gemacht. Mit ihr werden die Betten neu gefüllt, damit sie ordentlich warm halten. Eifrig sind die Kinder bei der Erntearbeit. Sie streiten sogar, wer den Wagen mit der Wiesenwolle schieben darf. Und noch etwas. Die Hänselkinder wissen, wenn sie fleißig arbeiten, dürfen sie zum Lohne aufbleiben bis, ja bis die Elfen kommen. Den Elfen ist es auf den nebligen Wiesen zu kalt geworden. In der Herbstmondnacht, da tanzen sie im Walde. Und es ist den Hänselkindern immer eine hohe Freude, wenn sie die Elfen sehen dürfen. Wie fein und leicht sie sind. Da sitzen die Prinzessin und die lieben Elfenmädchen auf der Schaukel und Peter und Fritz auf der anderen Seite sind noch zu schwer, als dass sie wippen könnten. Soll ich mich vielleicht auch aufsetzen? Ruft schüchtern ein Hase. Da lacht der Mond, die Schaukel klippt und klappt und Hase und Hänselkinder staunen die zarten Wesen an, die das schönste Geheimnis des Waldes sind. Die Ernte ist vorbei, Vater und Mutter verstauen die Vorräte in den Kammern, der ganze Wald schläft. In einer alten Eiche wohnt eine Eule. Die ist so weise, dass alle Tiere so um Rat fragen in schwierigen Fällen. Dahin führt Hänselmutter nun ihre Kinder. Besten Morgen, weise Eule, knickst Hänselfrau. Seht hier Peter und Fritz und Tintchen. Können sie bei euch lernen? Ich will euer Nest dafür mit Wiesenwolle stopfen. Morgen früh um 8 Uhr, antwortet die Eule kurz. Von nun an sitzen die Kinder täglich vor und all die lieben Freunde, Eichhörnchen, Hasen, Vögel und Frösche, sitzen mit dabei, so dass die Schule vollkommen ist. Die weise Frau lehrt sie den Ton des Waldes verstehen. Die Vierfüßler, Vogel- und Insektensprache müssen sie lernen. Alle Pflanzen müssen sie kennen und alle heimlichen Wald- und Wiesenpfade. Auch die Fallen der Jägermenschen und wo sie gestellt werden. Kurz die ganze Naturgeschichte und Geographie des Waldes. Die weise Frau ist sehr strenge. Zugleich hackt sie nie mit dem Schnabel, wenn die Schüler ihre Aufgabe nicht wissen. Uff, da heißt es aufgepasst. Aber dennoch ist alles sehr schön, was die Eule spricht. Die Stunden vergehen wie kurze Minuten. Plötzlich wird es zu kalt zum Stillsitzen. Die Schule wird geschlossen. Der Winter ist da. Ein rauer Wind pfeift durch die Bäume. Es ist kalt und es regnet ganze Tage lang. Und nun stehen keine Regenschirme mehr im Walde. Weinend kriechen die Kinder in das Bett von Wiesenwolle und möchten nicht mehr aufstehen, bis die Sonne wiederkommt. Vorsorglich baut der Vater eine Türe vor die Wohnung. Aber eines Tages fallen schöne weiße Flocken vom Himmel. Wie die Kinder hinausspitzen und das sehen, sind sie voll Seligkeit. Ja, nun ist es wieder prächtig, schreien sie durcheinander. Stürmisch verlangen sie die Mützen und warme Kleider und Handschuhe, dass die Mutter lacht und meint. So schnell kann ich nicht jedes versorgen, nur Geduld. Ei, was flitzt da vor der Türe? Ein Schneehase ganz silberweiß, nur an den Ohren hat er kleine schwarze Flecken. Liebe Hänselfrau, sagte, ich flehe, ihr wollt eure Stube warm heizen. Lasst mich nachts in einem Winkel schlafen. Dafür will ich euren Kindern den Schlitten ziehen. Die Hänselkinder haben herrliche Weihnachtstage. Der liebe Schneehase wird nimmer müde. Der Schlitten läuft durch den Wald, dass ihre Wangen rot werden wie Feuer und sie vor Lachen kaum noch atmen können. Ach, aber da sehen sie was, was sie traurig macht. Ihre lieben Freunde haben Hunger und suchen mühsam im Schnee nach Nahrung. Mutter, sagt Klein Tini, was machen wir da? Die Mutter hat schon vorgesorgt und die lacht über ihr ganzes liebes Gesicht. Gleich ist ein Korb gefüllt und sie wandern hinaus und geben von ihrem Vorrat denen ab, die ohne sie verhungern müssten. Das tun sie nun viele, viele Tage. Am Abend aber, wenn das Feuer brennt und der müde Schneehase schläft, sitzen sie beisammen. Und Vater Hänselmann erzählt Geschichten. Er erzählt von den Menschen und den Städten, die sie sich gebaut haben, und von den großen Ungetümen, die auf Eisenschienen durch die Welt schnauben.
das Zipfelchen vor Angst ganz heiß wird und sich eng an die Mutter drückt. Der Winter ist so lustig, dass er nie aufhören soll, erklärt Fritz. Doch was ist das? Schon am nächsten Tage schaut ein Blümchen aus dem Schnee, das erste Schneeglöcklein. Freust du dich denn doch darüber, fragt die Mutter. Wirklich, Fritz freut sich, auch wie das erste Schneeglöcklein andere herbeigeläutet hat und ein Raunen und Krachen durch den Wald geht und ein ganz neues, frohes Leben kommt. Wie schnell ist der Winter vergessen. Dort am Bache, der wieder lustig sprudelt, ist es noch herrlicher zu spielen als im Schnee. Da können sie mit nackten Füßen ohne Wiesenwollstrümpfe herumpatschen und Dämme und Mühlen bauen. Die Kröte, die lange geschlafen hat, kommt wieder. Sie bringt ihnen Grüße von den Eichhörnchen, den Vögeln und dem Igel und meint, die Kinder sollen sie doch besuchen. Ja, da laufen sie eiligst hin. Aber was sie da sehen, wer das könnte, so wie sie in alle die Nester gucken und die zarten Eierchen oder die lieben jungen Waldkinder bewundern, die in tiefen Nestern liegen. Oh, das sind kleine Geheimnisse in Hülle und Fülle, von denen wir Menschen ausgeschlossen sind. Ganz außer sich vor Freude kommen die Hänselkinder nach Hause. Da steht der Vater und lacht. Dort in einer Wiege liegt ein neues kleines Hänselkind und strampelt. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, wie wundervoll sie nacheinander sind, das wissen die Hänselkinder und auch Vater und Mutter Hänselmann. Sie würden ihren Wald nicht vertauschen gegen die engen Städte, die die Menschen sich gebaut haben. Das hat der Spielmann vom Leben der Hänselleute weiter erzählt. Eines Tages zog er wieder in den Wald, denn er wollte fragen, ob Hänselmutter aus Wiesenwolle Kleider macht und wo der Schneehase im Sommer wohnt. Aber er hat keine Hänselleute gefunden, doch ihre Wohnung nicht mehr. Vielleicht hat Hänselmann Knufus sich doch geärgert, dass er Geheimnisse verraten hat und hat sich auch vor ihm unsichtbar gemacht. Oder vielleicht kann es nur alle 100 Jahre sein, dass ein Mensch mit ihm reden kann. Kaplasa Wuti. Ende von Aus Erdmännleins Klause, ein Waldmärchen von Elsa Martmann-Beskow. Gelesen von Elli, Jänner 2010. Abschnitt 11 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Das Riesenspielzeug von den Gebrüdern Grimm. Im Elsass auf der Burg Niedeck, die an einem hohen Berg bei einem Wasserfall liegt, waren die Ritter vor Zeiten große Riesen. Einmal ging das Riesenfräulein herab ins Tal, wollte sehen, wie es zu unten wäre, und kam bis fast nach Haslach, auf ein vor dem Wald gelegenes Ackerfeld, das gerade von den Bauern bestellt ward. Es blieb vor Verwunderung stehen und schaute dem Pflug die Pferde und Leute an, dass ihr alles etwas Neues war. Ei, sprach sie und ging herzu, das nehme ich mit. Da kniete sie nieder zur Erde, spreitete ihre Schürze aus, strich mit der Hand über das Feld, fing alles zusammen und tat hinein. Nun lief sie ganz vergnügt nach Haus, den Felsen hinaufspringend. Wo der Berg so jäh ist, dass ein Mensch mühsam klettern muss, tat sie einen Schritt. Der Ritter saß gerade am Tisch, als sie eintrat. »Ei, mein Kind«, sprach er, »was bringst du da?« Die Freude schaute ihr aus den Augen heraus. Sie machte geschwind ihre Schürze auf und ließ ihn hineinblicken. »Was hast du so Zappeliges darin?« »Ei, Vater, gar zu artiges Spielding. So was Schönes habe ich mein Lebtag noch nicht gehabt.« Drauf nahm sie eins nach dem anderen heraus und stellte es auf den Tisch. Dem Pflug die Bauern mit ihren Pferden. Lief herum, schaute es an, lachte und schlug vor Freude in die Hände, wie sich das kleine Wesen darauf hin und her bewegte. Der Vater aber sprach, »Kind, das ist kein Spielzeug. Da hast du was Schönes angestiftet. Geh nur gleich und trag's wieder hinab ins Tal.« Das Fräulein weinte, es half aber nichts. »Mir ist der Bauer kein Spielzeug«, sagte der Ritter ernsthaftig. »Ich leid's nicht, dass du mir murrst. Kram alles sachte wieder ein und trag's nach dem nämlichen Platz, wo du's genommen hast. Baut der Bauer nicht sein Ackerland, so haben wir Riesen auf unserem Felsennest nichts zu leben.« Ende von Das Riesenspielzeug von den Gebrüdern Grimm. Gelesen von Elli, Jänner 2011. Abschnitt 12 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Das Riesenspielzeug von Adelbert von Kamisto. Burg Niedeck ist im Elsass der Sage wohl bekannt. Die Höhe, wo vor Zeiten die Burg der Riesen stand. Sie ist selbst nun verfallen, die Städte wüst und leer. Du fragtest nach den Riesen, du findest sie nicht mehr. Einst kam das Riesenfräulein aus jener Burg hervor, er ging sich Sonderwartung und spielend vor dem Tor und stieg hinab den Abhang bis in das Tal hinein, neugierig zu erkunden, wie's unten möchte sein. Mit wenigen raschen Schritten durchkreuzte sie den Wald, erreichte gegen Haslach das Land der Menschen bald.
und Städte dort und Dörfer und das bestellte Feld erschienen ihrem Auge gar eine fremde Welt. Wie jetzt zu ihren Füßen sie spähend niederschaut, bemerkt sie einen Bauer, der seinen Acker baut. Es kriecht das kleine Wesen, ein Herr so sonderbar, es glitzert in der Sonne, der Pflug so blank und klar. Eiartig Spielding, ruft sie, das nehme ich mit nach Haus. Sie kniet nieder, spreitet behende Tüchlein aus und feget mit den Händen, was sich da alles regt, zu Haufen in das Tüchlein, das sie zusammenschlägt. Und eilt mit freudgen Sprüngen, man weiß, wie Kinder sind, zur Burg hinan und suchet den Vater aufgeschwind. Ei Vater, lieber Vater, ein Spielding wunderschön, so allerliebstes sah ich noch nie auf unseren Höhen. Der Alte saß am Tische und trank den kühlen Wein. Er schaut sie an behaglich und fragt das Töchterlein, was Zappeliges bringst du auf deinem Tuch herbei? Du hüpfest ja vor Freuden, lass sehen, was es sei. Sie spreitet aus das Tüchlein und fängt behutsam an, den Bauer aufzustellen, den Pflug und das Gespann. Wie alles auf dem Tische sie zierlich aufgebaut, so klatscht sie in die Hände und springt und jubelt laut. Der Alte wird gar ernsthaft und wiegt sein Haupt und spricht, was hast du angerichtet? Das ist kein Spielzeug nicht. Wo du es hergenommen, da trag es wieder hin. Der Bauer ist kein Spielzeug. Was kommt dir in den Sinn? Sollst gleich und ohne Murren erfüllen mein Gebot, denn wäre nicht der Bauer, so hättest du kein Brot. Es sprießt der Stamm der Riesen aus Bauernmark hervor. Der Bauer ist kein Spielzeug, das sei uns Gott davor. Burg Niedeck ist im Elsass, der Sage wohl bekannt. Die Höhe, wo vor Zeiten die Burg der Riesen stand. Sie selbst ist nun verfallen, die Städte wüst und leer. Du fragtest nach den Riesen, du findest sie nicht mehr. Ende von Das Riesenspielzeug von Adelbert von Chamisso, gelesen von Elli, Jänner 2011. Abschnitt 13 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Hänschen im Blaubeerwald von Ilse Mappmann-Biskow. Zwei Körbe trug Hänschen zum grünen Hain. Im Walde, hier werden doch Bären sein. Viel blaue und rotblanke Bären. Zu Mutters Geburtstag, er freut sich schon. Da schenkt ihr zwei Korb voll der gute Sohn. Aber wo doch nur, wo sind die Bären? Er suchte sie hier und er suchte sie dort. Er suchte und suchte in einem fort. Es ist nirgends ein Bärlein zu sehen. Er sitzt auf dem Baumstumpf und schluchzt wie noch nie. Da rührt es ganz leise ein Hänschens Knie. Einen bärtigen Zwerg sieht er stehen. Mein Hänschen, du sollst nicht mehr traurig sein. Sieh her, ich bin König im Blaubeerhain, bin Vater der Blaubeerknaben. Komm mit, liebes Hänschen, und gib mir die Hand. Wir wandern sofort in mein prächtiges Land. Sollst Bären so viel du willst haben. Mit dem Stabe berührt er dein Hänschen sacht. Das Hänschen, potzwunder, ist winzig gemacht, wie der Blaubeerkönig daneben. O nein, wie ist das alles so anders und groß? Die Kräuter wie Bäume, wie Sträucher das Moos, wie hoch auch die Blumen dort schweben. Noch staunend sagt Hänschen, was soll nun geschehen? Die Körbe, wir müssen sie lassen stehen. Wir können die Großen nicht tragen. Ein Pfiff und zwei Eichkätzchen sprangen herzu. Die schwangen die Körbe auf den Rücken im Nu, verschwanden, um weiter zu fragen. Mit dem Zwerge nun wanderte Hand in Hand, verwundert das Hänschen durch Zauberland. Die Fahne, sie wiegen als Palmen im Winde. Da kriecht eine Spinne, ein Riesentier, ein Ungetüm dünkt sie dem Hänschen schier. Wie wunderlich ist es dem Kinde. Als weiter sie schritten, da kamen sie bald in einen blauschimmernden, buschigen Wald. Der Zwerg heißt ihr Hänschen willkommen. Nach oben blickt Hänschen und ruft. Ei, schau, hier sind ja die Äpfel blau. Wie ist denn nur dieses gekommen? Ei, törichtes Hänschen, sei doch nicht so dumm. Das sind alles Blaubeeren hier rundherum. Meine Buben, sie können's bezeugen. Er lächelt und klatscht in die Hände dann. Da eilen die Knaben barfüßig heran. Vor dem Hans sie sich höflich verbeugen. Und schmunzelnd der Blaubeerkönig sagt, du siehst an der blauen gefälligen Tracht, dass dies meine muntere Bande. Jetzt, Bursche, beeilt euch hinaus in den Wald. Pflückt unserem Hansemann Bären das bald, der Korb ist gefüllt bis zum Rande. In die Bäume hinauf, wie ein Wetter ging's. Sie rüttelten, schüttelten, rissen rings. Im Nu war die Arbeit geschehen. Da riefen die Knaben, Hans, rasch hierher, nun wollen wir segeln auf weitem Meer. Der Wind soll das Segel uns blähen. Ein Blatt als das Segel aus Borke im Boot. Das Hänschen, es steuert vor Freude rot. O Wonne, so segeln vom Winde. Da dachte auf einmal ans Mütterlein und rief, Preiselbeeren, wo mögen sie sein? O helft mir, dass ich sie finde. Ja, warte nur, Hänschen, das soll geschehen. Zum Preiselbeermütterchen wollen wir gehen. Da gibt's auch die Menge zu naschen. Doch warte eine Weile an des Wassers Rand, bis wir alle haben uns Mund und Hand und Zähne blitzblank gewaschen. Auf die Mäuse geschwungen und hopp, hopp, hopp. Durch den Blaubeerwald ging's wild im Galopp. Hey, war das ein lustiges Reiten. Und als sie erreichten des Waldes Rand, wo auf moosigem Feld die Hütte stand, gewandt von den Mäusen sie glitten.
In der Hütte wohnt Preisel bei Mütterlein mit den 5 lieblichen Töchterlein, die in rosiger Reihe dort sitzen. Sie reiben die Bären gar emsig und still, da Mutter mit Honig sie kochen will, so lang bis sie blinken und blitzen. Das Preisel bei Mütterchen freundlich nickt. Mein Hänschen, die werden auch Bären gepflückt. Die Kinderchen tun es mit Freuden. Pflückt hurtiger Mädchen, doch gebt fein Acht, dass ihr mir die Kleider nicht schmutzig macht, sonst mag euch das Hänschen nicht leiden. Und als nun die Arbeit bestens vollbracht, da ward eine prächtige Schaukel gemacht, aus seidenen Spinngeweben. Es singen die Kleinen den Schaukelgesang, dem Hansemann ist es ganz wonnig bang, bei dem Hoch- und Herniederschweben. Da läutet's, bim, bim, sie beeilen sich. Der Mütterchen lädt jetzt gastfreundlich zum herrlichen Preiselbeerschmause, auf moosigem Platz war ein Tisch gedeckt, so schön hat's dem Hänschen noch nie geschmeckt. Doch dann sehnt der Hans sich nach Hause. Er neigt sich dankend so tief er kann, drauf spannen die Blaubeerknaben an, für Mäuse als feurige Rappen. Den Korb auf den Wagen zu heben gelingt, die Mädchenschar freundlich zum Abschied winkt, die Knaben sie schwenken die Kappen. In sausender Fahrt ging es heim durch den Wald, zum Blaubeerenvater gelangten sie bald, stand wartend schon vor seiner Klause, ihr Jungen herunter den Korb hinauf, ihr Mäuse bringt Hänschen in schnellem Lauf auf kürzestem Weg nach Hause. Da betteln die Knaben und bitten schön, lieb Hänschen, du darfst nicht von uns gehen. Ach Hänschen, ach bleib doch bis morgen. Der Blaubeerenvater verweisend sagt, der Hans darf nicht bleiben hier über Nacht, wie würde die Mutter sich sorgen? Dann winken sie Abschied mit Kappe und Hand, das Hänschen läuft fort aus dem Blaubeerenland, entschwindet den Zwergen den Lieben. Und eh noch sich recht hat besonnen das Kind, der Wagen die Mäuse verschwunden sind, nur Bären und Körbe sind geblieben. Er sitzt auf dem Baumstumpf, ist alles ein Traum? Er reibt sich die Augen, sonst rührt er sich kaum. Ist alles denn wirklich geschehen? Er sieht die Bären in schimmerndem Glanz. Er schmeckt, nun besinnt sich erst wieder der Hans, eilt heim, um die Mutter zu sehen. Am folgenden Morgen, als Hänschen erwacht, malte eine Karte von ihm selber erdacht. Die Schwester musste helfen beim Schreiben. Der Mutter bracht Hänschen die Bären heut. Die Karte auch hat sie sehr erfreut. Ihr Herzblatt wird er immer bleiben. Ende von Hänschen im Blaubeerenwald von Elsa Mattmann-Beskow. Gelesen von Elli. April 2011. Abschnitt 14 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Elli. Jugendkalender oder die 12 Monate des Jahres von Leonhard Tiefenbach. Januar. Der erste Monat im Jahr, das ist der raue Januar. Da schlummert alles unterm Schnee, in Wald und Feld, in Tal und Höh. Der liebe Gott hat übers Land als warme Decke ihn gesandt. Darunter ruhet wohlverwahrt manch Samenkörnchen weich und zart. Es ruhet, wie's auch frieren mag, bis an den warmen Frühlingstag. Es keimt hervor im Sonnenlicht, ihm schadet die Kälte nicht. Der Jäger scheut die Kälte nicht, der Nordwind bläst ihm ins Gesicht. Er folgt den Spuren im Schnee und schießt die Hasen, Füchs und Reh. So zieht er täglich jetzt hinaus, bringt reiche Beute mit nach Haus. Doch wenn der Schnee in Wald und Feld in dichten Massen niederfällt, dann findet nicht das arme Wild, womit es seinen Hunger stillt. Drum streut der Jäger hier und dort im Horn einen sicheren Ort. Der Landmann aber ruhet nun, im Felde gibt's jetzt nichts zu tun. Die Frauen und Mädchen fleißig spinnen, um feine Leinwand zu gewinnen. Sie können bei dem Emsgen treiben, daheim im warmen Zimmer bleiben. Das Eis ist fest, die Luft ist kalt, jetzt wird der Schlittschuh angeschnallt. Wie auf des Windes Flügeln fahren, die Knaben jetzt den lauten Scharen, die Mädchen sich bequemen, in großen Schlitten Platz zu nehmen. Seht, auf der Schneebahn ziehen dort die Knaben rasch den Schlitten fort, und lustig geht's in raschem Flug, nicht müde wird der muntere Zug. Doch geht's nicht immer glatt und gut, auch mancher putzelt auf die Nase, der nicht bedächtig auf der Hut sich tummelt auf der glatten Straße. Februar. Ist nun zu Ende der Januar, so kommt der Monat Februar, der winterlich noch Schnee und Eis uns auf den Weg zu legen weiß, uns oft mit bitterer Kälte plagt, so dass ein altes Sprichwort sagt, die rechte Kälte erst beginnt, sobald der Tag an Zeit gewinnt. Die kurzen trüben Wintertage der letzten Woche stete Plage, sie fangen jetzt zu wachsen an, dass man's deutlich merken kann. Die Sonne kommt nun manches Mal, um Mittag schon mit warmem Strahl. Sie schmilzt wohl hier und da den Schnee und steigt am Dache in die Höhe. Eiszapfen, die herunterhangen und herrlich wie Kristalle prangen. Auch ist der Monat Februar der kürzeste im ganzen Jahr. Er zählt die Tage 20-8 und hat's auf einem Meer gebracht. Wenn sich ein Schalter stellt er ein, dann werden's 29 sein. Die frohe Jugend jubiliert, weil's oft noch tüchtig schneit und friert. Und wenn der Schnee nicht mehr so fest zum heiteren Spiel sich ballen lässt, dann wird es ihm zu guter Letzt noch eine Festung aufgesetzt.
Besatzung wird dann postiert und kühn von außen bombardiert. Es platzen wohl zu tausend Stücken die Kugeln auf des Feindes Rücken. Noch erstrinkst in der Natur der Winter über Wald und Flur. Noch ist alles eingeschneit und hat milde Frühlingszeit. Doch fehlt's jetzt auch nicht an Vergnügen, wir freuen's an den Maskenzügen. Die geben immer viel zu lachen, denn jeder will sein Späßchen machen. Der Friedlichste kommt als Soldat, als Sultan gar mit großem Staat. Der Mond sogar erscheint vom Himmel und mischt sich keck in das Getümmel. So dauert's bis zur Fastenzeit, die wieder bringt das Alltagskleid. März. Der dritte Monat ist der März, schon regt sich Leben allerwärts. Die Frühlingssonne kommt herauf und gibt dem Bächlein freien Lauf. Sie sprengt des Eises Decke bald und schmilzt den Schnee in Feld und Wald. Sie treibt den Saft in Büsch und Bäum, durchdringt belebend alle Räume. Selbst Blümlein zaubert sie hervor, die Recken frei den Kelch empor. Schneeglöcklein lässt zuerst sich schauen auf noch winterlichen Auen. Der Primel und des Veilchens Duft weht durch die milde Frühlingsluft. Und aus der Höhe schallen wieder der Lachen helle Jubellieder. Die Kinder tummeln sich im Freien, und um den Frühling einzuweihen, sehen wir die Knaben von den Weiden sich schöne glatte Stäbe schneiden und aus den frischen saftigen Rinden mit Kunst den weißen Stängel winden, worauf die hohle Rinde bald als Pfeife tönt durch den Wald. Der Landmann muss die Felder pflegen, die durch den Winter brach gelegen. Jetzt muss er pflügen, säen, düngen und alles wohl in Ordnung bringen. Er tut es gerne, hofft im Stillen, der Herbst wird ihm die Scheune füllen. Das Sprichwort sagt vom März und Staub, er bringe reich Gras und Laub. Mit anderen Worten, trockner März, verheiße Segen allerwärts. So gern wir nach den kalten Tagen der Sonne Strahlen jetzt ertragen, so bringt sie doch manches Jahr viel Unglück mit sich und Gefahr. Sie haben schnell den Schnee gefegt, der auf den hohen Bergen liegt. Das Wasser stürzt in wilden Bächen, den Flüssen zu und ungehemmt ist schnell die Gegend überschwemmt, mit weiten öden Wasserflächen. Das arme Vieh ertrinkt im Stall, man sieht nur Jammer überall. Und stündlich wächst die große Not, selbst Menschenleben sind bedroht. April. Am ersten Tage des April schickt man die Nahen, wohin man will. Drum merkt sich jeder diesen Tag, der nicht zum Spotte dienen mag. Und wer nicht flüchtig um sich blickt, der wird in den April geschickt. Das Reifspiel und der bunte Ball gibt nun Vergnügen überall. Die Mädchen auf die Wiesen gehen, wo hübsche Frühlingsblumen stehen. Sie scheuen es nicht, sich oft zu bücken, um einen schönen Strauß zu pflücken. Der ist der Mutter zugedacht und wird mit Jubel ihr gebracht. Der Storch steht wieder auf dem Nest, wo er sein Klappern hören lässt. Und auch die Schwalben fliegen wieder, die Straßen lustig auf und nieder. Doch nach dem schönen Sonnenschein fängt's doch auch öfters an zu schneien. Und Winter kehrt zurück bei Nacht. Drum ist das Sprichwort wohl bedacht. Wenn der April auch noch so gut, er schneit den Bauern auf den Hut. Der Fink, die Amsel und der Star, die ganze bunte Vogelschar. Die singt jetzt den Lenz zu preisen, die lieblichen gewohnten Weisen. Aus jedem Busch an allen Wegen tönt uns ihr Frühlingslied entgegen. Verborgen in dem hohen Grase ruht sorglos jetzt der alte Hase. Die Jungen hüpfen um ihn her in lustigen Sprüngen kreuz und quer. Nach lieben Brauch aus alten Zeiten bringt Ostern große Jugendfreuden. Der Osterglocken schön Geläute schallt von Türmen in die Weite. Der Osterhase stellt sich ein bei Kindern groß und klein und legt versteckt an sicherem Ort viel bunte Eier hier und dort. Die Kinder aber finden bald des Nestes geheimen Aufenthalt. Sie suchen nach in allen Ecken, bis sie die ganze Brut entdecken. Seht, wie so weiß die Bäume prangen, als wären sie mit Schnee behangen. Ein Blütenmeer ist ausgegossen auf all die tausend jungen Sprossen. Wie herrlich hebt der Apfelbaum sich von dem blauen Himmelsraum. Doch soll die Blüte gut gedeihen, mit Früchten uns im Herbst erfreuen, so muß man jetzt den Raupen wehren, die sanft den jungen Keim verzehren. Wir wandert jetzt nicht gern hinaus in das geschmückte Gotteshaus, wo auf dem warmbesonnten Hügel der Schmetterling mit bunten Flügel sich in den Lüften wiegt und gaukelnd hin und wieder fliegt. Es hebt sich freier jede Brust und atmet süße Frühlingsluft. Mai. Der Mai des Jahres schönste Zeit vollendet erst das Feierkleid, das der April nur angefangen, in jugendlichem Schmuck geprangen. Die Gärten, Wiesen, Flur und Wald, des Kuckucks lauter Ruf erschallt, die Felder stehen in schönem Grün und tausend bunte Blumen blühen. Die Mai-Sonne warm und mild strahlt lächelnd über das Gefild. Es findet selbst der Sonnenschein den Weg in unser Herz hinein und weckt in der Menschenbrust von neuem frohe Lebenslust. Doch auch die kleinste Kreatur so kriecht und fliegt in der Natur, genießt mit Wonne nun das Leben, das ihr der liebe Gott gegeben. Wie schön ist's jetzt vom Bergesrand zu schauen in das weite Land. Und sieh, dort unter jenen Erlen das Gras gestickt mit weißen Perlen. Maiblümchen sind's, die lieblich locken mit ihren zarten Silberglocken, mit ihrem süßen Blumenduft hochragt die Eiche in die Luft. Auf den Ästen moosbedeckt sind Vogelnestchen schlau versteckt. Das Eichhörnchen ohne Ruhe und Rast springt wohlgemut von Ast zu Ast.
Der Knabe schweift durch Wald und Auen, sich beutelustig umzuschauen, nach Raupen und nach Schmetterlingen, auch wird der Fall ihm wohl gelingen, denn überall, wo Blumen stehen, sind bunte Falter nun zu sehen. In unermeßlich großen Scharen erscheinen auch in manchen Jahren die Maikäfer zum Verdruß des Landmanns, der es dulden muß, daß sie die Bäume ihm verheeren, denn solchem Schaden ist nicht zu wehren. Sieht dort die Au am Bache hin, sie scheint getäfelt weiß und grün. Dort wird die Leinwand aufgespannt, gewoben von der Frauenhand. Sie wird gebleicht gar hübsch und rein, im Regen und im Sonnenschein. Und zu der Kinder große Freude treibt man die Schäflein von der Weide. Die werden in den Bach getrieben und nun gewaschen und gerieben. Es wird ihr zottig Winterkleid fein säuberlich vom Schmutz befreit. Die Wolle wird uns später nützen, uns vor der Winterkälte schützen. Juni. Der Juni kommt, der Sonne strahlt, liegt sommerlich auf Berg und Tal. Seht, wie des Kirschbaums Äste prangen, mit roten Kirschen dicht behangen, die lockend aus der Blätter grün den Blick der Kinder auf sich ziehen. Johannisträubchen, Stachelbeeren, selbst Aprikosen schon gehören zu Früchten, die der Juni reift, nach denen gern die Jugend greift. Die Blumenkönigin, die Rose, erblüht aus grünem Blätterschoße, und auch der Lilie süßer Duft erfüllt mit Wohlgeruch die Luft. Die Sonne geht nun früher auf als sonst im ganzen Jahreslauf. Drum ist doch jetzt der längste Tag, der 16 Stunden zählen mag. Das Kornfeld zeigt ein lichtes Grün, die Ähren fangen an zu blühen. Das Wiesengras ist reif geworden, wird nun gemäht an allen Orten. Und sinkt die Sonne dann am Abend, kommt linde Kühlung frisch und labend. Der Landmann sitzt vor seiner Hütte, gar traulich in der seinen Mitte, und nützt auch die letzte Zeit des Tages zu neuer Tätigkeit, indem er noch, solange es dämmert, mit Fleiß in seine Sense hämmert. Dann ist das Tageswerk erst vollbracht, der Glühwurm leuchtet durch die Nacht, und es erklingt ein süßer Schall, der Flötenton der Nachtigall. Sieht oben auf des Daches Spitze den Storch auf seinem hohen Sitze, wie er die Gegend sich betrachtet und sorglich seine Jungen achtet. Die Schwalbe hat die junge Brut dort unterm Dach in sicherer Hut. Gar sorgsam führet um das Haus die Henne ihre Küchlein aus. Das Füllen springt in großer Freude umher auf üppig grüner Weide. Die Lämmlein tummeln sich im Klee und springen lustig in die Höhe. Die Entchen schwimmen mit der Mutter im Teich und suchen sich ihr Futter. Juli. Der Juli bringt uns warme Tage, oft wird die Hitze uns zur Plage. Doch reift die schwüle Sommerszeit die Frucht im Felde weit und breit. Der Landmann muss vom frühen Morgen nun bis zum späten Abend sorgen. Kaum ist das Heu in sicherer Hut, so reift auch in der Sonne Glut das Kornfeld, dessen schwankende Wogen mit leichtem Gelb sich überzogen. Doch dass die schönen vollen Ähren die dreisten Spatzen nicht verzehren, so macht der Landmann sie zu Schrecken mit zwei aufs Kreuz gelegten Stecken und alten Kleidern einen Mann, der sich im Wind bewegen kann. Jetzt steckt uns in der Abendkühle nach überstandener Mittagsschwüle ein frisches Bad. Die matten Glieder beleben sich von neuem wieder. Seht, wie die Knaben unter Lachen im Wasser tolle Streiche machen. Seht, wie sie plätschernd tauchen, schwimmen und tüchtig dann ans Ufer glimmen. Kopfüber in die Flut zu springen, will nur den Dreisteren gelingen. Von anderen aber mit Bedacht wird jetzt auf Krebsejagd gemacht, die unter ausgehöhlten Steinen sich ungestört und sicher meinen. Was schaut so bedrohend in das Land, dort von des fernen Bergesrand? Es steigt ein Schwarzgewölk herauf, als wollte es der Sonne Lauf am hellen Tag plötzlich hemmen und uns mit Regen überschwemmen. Seht, wie sich zum Gewitter türmt, hört, wie die Windesbraut tobt und stürmt. Das Vöglein sucht in Angst das Nest, der Hirte schnell das Feld verlässt. Von Dunkelheit sind wir umhüllt und manchen bange Furcht erfüllt. Bei Blitzen zuckt es Strahl auf Strahl, gefolgt von Donner jedes Mal, bis endlich aus der Wolkennacht der Regen fällt mit großer Macht, der alle Floren reichlich tränket und ihnen neues Leben schenket. Doch weh, wenn der ersehnte Regen zum bösen Hagel sich verdichtet und so den ganzen Erntesegen mit einem Schlag zugrunde richtet. August. Wenn der August sich eingestellt, so steht gereift das Ehrenfeld. Die Schnitter ziehen in großer Zahl schon bei des Tages ersten Strahl zur Arbeit aus. Mit frohem Mut ertragen sie der Sonne Glut. Sinkt dann der Abend still und mild auf das gesegnete Gefild. Und ist die Arbeit wohl gelungen, so überschaut mit frohem Sinn voll Dank der Landmann den Gewinn, den er durch seinen Fleiß errungen. Seht dort den schwerbeladenen Wagen, kaum kann er solchen Segen tragen, die Schnitter freudig ihn umringen und jubeln in das Dörfchen bringen. Bald sind vorbei des Tages Lasten, die müden Arme können rasten. Die Abendglocke wird geläutet, ihr feierlicher Ton bedeutet, dass auf dem Felde alles ruht, im besten Schutz, in Gottes Hut. Der Hirsch ist jetzt zu des Jägers Lust, gar fein und stattlich im August. Auf seinem Haupte stolz und frei trägt er ein mächtiges Geweih. Die Hirsche und die Rehe schaden, ist häufig den gereiften Saaten, indem sie mehr als sie verzehren, zu Boden treten und verheeren.
dagegen wählt den dichten Wald das wilde Schwein als Aufenthalt. Nach den vielen Mühen und Plagen in den heißen Sommertagen winken jetzt im ganzen Lande dem geplagten Bauernstande frohe Tage seltener Art, wo Genuss und Ruh sich paart. Denn das Kirchenfest, das Schöne, bringt die langersehnten Töne. Zu dem lustigen Kirmesreigen, wo man Klarinett und Geigen mit dem großen Kontrabass hören kann ohne Unterlass, wo auch Kuchen, Braten, Schinken täglich zum Genusse winken. Kurz, wo alles groß und klein will vergnügt und heiter sein. September. Tritt der September in die Bahn, so fängt der Herbst zu walten an. Die Ernte ist wohl meist vorbei und rings das Feld von Graben frei. Es decken Stoppeln nun das Land, wo jüngst noch Korn und Weizen stand. Doch naht jetzt die Erntezeit, die namentlich die Jugend freut, auf die schon lang in jedem Garten die Kinder all mit Sehnsucht warten. Das Obst ist nämlich reif geworden und wird geerntet aller Orten. Hier schleppen wohlgemut und heiter die Knaben eine große Leiter. Als sichere Treppe soll sie ihnen zum hohen Apfelbaum mit dienen. Die Mädchen bringen Körbe her und füllen sie mit Äpfeln schwer. Solange wird der Baum gerüttelt und alles fleißig abgeschüttelt. Doch weh, dort weint ein kleiner Tropf, ein Apfel fiel ihm auf den Kopf. Nun wird er gar noch ausgelacht, weil er solch saure Miene macht. Die Zeit der Ferien rückt heran, nun darf er seine Pflicht getan, wohl auch ein kleines Reischen machen. Der Schüler schwingt mit frohem Lachen, den Hut zum Abschied und im Gehen, ruft er auf frohes Wiedersehen. Dann zieht er fort durch Wallen und Feld, getrost in Gottes schöne Welt. So wandert er in frischer Luft und singt dazu aus voller Brust. Die schönsten Punkte in dem Land sucht er zu zeichnen kunstgewandt. Dann kehrt er heim mit leichtem Blut und hat zum Lernen frischen Mut. Nun fängt die Zeit des Jagens an, auf Rebhuhn, Wachtel und Fasan. Auch junge Hasen bieten schon dem Fliegenjäger guten Lohn. Der Knabe, der den Jäger sieht, wie lustig er ins Freie zieht, fühlt auch schon in der jungen Brust zum Schießen große Lieb und Lust. Er nimmt die Scheibe von der Wand und mit der Armbrust in der Hand marschiert er nach den nahen Wiesen und übt sich dort im Scheibenschießen. Oktober. Der Herbst mit seinem reichsten Segen kommt im Oktober uns entgegen. Die Traube glüht an grünen Reben, die Äpfel und auch Birnen geben noch reiche Ernte, doch vor allem scheint nun der Nussbaum zu gefallen. Der munteren Jugend, denn im Chor, wirft sich an manchen Stein empor, bis endlich nur ein Wurf gelingt und Nüsse mit herunterbringt. Da gibt's ein Springen und ein Haschen, ein jeder füllt sich seine Taschen. Doch ist wie so oft im Leben der Kern von harter Schal umgeben, der jedem, der nicht mit Bedacht sich Hüte braune Finger macht. Wird's nun allmählich rau und kalt, so suchen milderen Aufenthalt die Vögel, die in großen Scharen im Frühling eingezogen waren. Die Nachtigallen, Lerchen, Schwalben sind bald verschwunden allenthalben. Und auch den Storch gleich vielen anderen sehen wir jetzt nach Süden wandern. Hoch geht der Flug durch die Wolken, kaum kann das Auge sie verfolgen. Der Knabe weiß sich einen Drachen aus Holz und aus Papier zu machen, versieht ihn auch mit schweifen Flügel und lässt ihn schnell im Lauf vom Hügel ihn lustig durch die Lüfte schweben. Der Wind muss ihm die Richtung geben. Dem Winzer, der das ganze Jahr in seinem Weinberg tätig war, dem bringen die Oktobertage verdienten Lohn für seine Plage. Denn köstlich und von edler Kraft steht oben an der Rebensaft, der selbst bei kummervollen Leid uns Kraft gewährt und Mut verleiht. Und der gleich einem alten Freund mit jedem Jahr es besser meint. Drum ist ein hohes Freudenfest, wenn man ihn in der Kälte presst, wenn er als Most im Glase winkt, den Jung und Alt so gerne trinkt. November. Mit dem November haben wir den rauen Winter vor der Tür. Der Herbst umblies mit viel Gebraus im Feld die bunten Blumen aus. Vorbei ist ihre Farbenpracht, die uns noch kürzlich angelacht. Kein Falter fliegt, kein Mienchen summt, das Lied der Vögel ist verstummt. Und um den Winter einzuweihen, beginnt es öfters gar zu schneien. Im Garten stehen leer die Bäume, doch sind im Haus gefüllt die Räume. Der Bauer in der Scheune steht und trischt von morgens früh bis spät, wobei er froh ein Liedchen singt und stets im Takt den Flügel schwingt. Dem Jäger wird nun Weidmannsheil an jedem schönen Tag zuteil. Der Fuchs und Hase wild den Wald, sich jetzt zu seinem liebsten Aufenthalt. Doch ist nur kurze Zeit verflossen, so sind schon viele tot geschossen. Denn große Strecken Wald und Feld sind schnell von Treibern ringsumstellt, die nun das Wild von allen Seiten durch Lärm nach jeder Richtung leiten, wo flinke Schützen mit Gewehren dem Walde zu die Flinte kehren und nun mit wohlgezielten Schüssen das Wild zu Fall zu bringen wissen. Es weht uns jetzt auf allen Wegen ein eisig kalter Wind entgegen. Doch freut die Jugend sich und lacht, wenn plötzlich eben an sich's gedacht, der erste Schnee sich blicken lässt. Was gibt es da nicht für ein Fest, wenn um im leichten Kampf zu siegen Schneebälle hin und wieder fliegen. Und kommt ein Schlitten angeflogen, hängt schnell ein kleiner Schlitten dran, der folgt dem Großen in der Bahn. Doch haben auch auf andere Art die Kinder wieder ihre Schlittenfahrt. Sie hocken nieder auf die Bahn und fassen sich von hinten an. Der Größte wird vorausgestellt, der an der Hand den Nächsten hält. Lässt nun der erste Schelm sich fallen,
so geht es ebenso mit allen, die lachend und mit losen Scherzen den jenen Fall gar leicht verschmerzen. Dezember. Zieht endlich der Dezember ein, so pflegt es bitterkalt zu sein, denn rings ist das ganze Land mit weißem Schnee drüberspannt. Der Bauer führt den Dung ins Feld, im Walde wird das Holz gefällt. Jetzt ist's am besten zu benützen, um vor der Kälte sich zu schützen. Die schlauen kleinen Vöglein, sie kommen vom Feld herein, wo alles dicht im Schnee begraben, und möchten gern ein Krümchen haben. Wir wollen's ihnen gern gewähren, den Tierchen, die so viel entbehren. Sie lohnen's freudig dankend wieder, zur Frühlingszeit durch frohe Lieder. Kurz ist der Tag und lang die Nacht, nur feierlich jetzt die Sonne lacht. Es treten Nebel, Schnee und Regen den kargen Strahlen oft entgegen. Doch hat es wenig zu bedeuten, es jahren ja noch die hohen Freuden. Der längst ersehnten Weihnachtszeit, die fröhlichen Ersatz verleiht, wo trotz dem grausig kalten Winter ein Bäumchen blüht für liebe Kinder. Der Christbaum ist's, denn über Nacht das Christkind hat ins Haus gebracht. Schon lang vorher wird nachgezählt und sicherlich kein Tag verfehlt, wie lange noch das Weihnachtsfest das Schöne auf sich warten lässt. Und ist das Christfest nun erschienen, wer malt die Freude auf die Mienen? Die Kleinen in der Dämmerstunde sitzen lauschend in der Runde, bis lauter Glockenton verkündet, dass jetzt der Christbaum angezündet. Nun wird die Türe aufgemacht, der Strahl der Hellen voller Pracht. Es leuchtet in der Kinderherzen ein Flammenmeer von bunten Kerzen und mahnt, sie sollen fromm und rein dem lieben Christkind ähnlich sein. Doch dies bringt Gaben nur für gute und brave Kinder. Mit der Rute straft aber Nikolaus all die Bösen, die unfolgsam und faul gewesen. Ende von Jugendkalender oder die 12 Monate des Jahres von Leonhard Tiefenbach. Abschnitt 15 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Der Teufel mit den drei goldenen Haaren von den Gebrüdern Grimm. Es war einmal eine arme Frau, die gebar ein Söhnlein. Und weil es eine Glückshaut umhatte, als es zur Welt kam, so ward ihm geweissagt, es werde im 14. Jahr die Tochter des Königs zur Frau haben. Es trug sich zu, dass der König bald darauf ins Dorf kam, und niemand wusste, dass es der König war. Und als er die Leute fragte, was es Neues gebe, so antworteten sie: Es ist in diesen Tagen ein Kind mit einer Glückshaut geboren. Was so einer unternimmt, der schlägt ihm zum Glück aus. Es ist ihm auch vorausgesagt, in seinem 14. Jahre soll er die Tochter des Königs zur Frau haben. Der König, der ein böses Herz hatte und über die Weissagung sich ärgerte, ging zu den Eltern, tat ganz freundlich und sagte: Ihr armen Leute, überlasst mir euer Kind, ich will es versorgen. Anfangs weigerten sie sich. Da aber der fremde Mann schweres Geld dafür bot und sie dachten, es ist ein Glückskind, es muss doch zu seinem Besten ausschlagen, so willigten sie endlich ein und gaben ihm das Kind. Der König legte es in eine Schachtel und ritt damit weiter, bis er zu einem tiefen Wasser kam. Da warf er die Schachtel hinein und dachte: Von dem unerwarteten Freier habe ich meine Tochter geholfen. Die Schachtel aber ging nicht unter, sondern schwamm wie ein Schiffchen, und es drang auch kein Tröpfchen Wasser hinein. So schwamm sie bis 2 Meilen von des Königs Hauptstadt, wo eine Mühle war, an dessen Wehr sie hängen blieb. Ein Mahlbursche, der glücklicherweise dastand und sie bemerkte, zog sie mit einem Haken heran und meinte, große Schätze zu finden. Als er sie aber aufmachte, lag ein schöner Knabe darin, der ganz frisch und munter war. Er brachte ihn zu den Müllersleuten, und weil diese keine Kinder hatten, freuten sie sich und sprachen: Gott hat es uns beschert. Sie pflegten den Findling wohl, und er wuchs in allen Tugenden heran. Es trug sich zu, dass der König einmal in einem Gewitter in die Mühle trat und die Müllersleute fragte, ob der große Junge ihr Sohn wäre. Nein, antworteten sie, es ist ein Findling. Er ist vor 14 Jahren in einer Schachtel ans Wehr geschwommen, und der Mahlbursche hat ihn aus dem Wasser gezogen. Da merkte der König, dass es niemand anderes als das Glückskind war, das er ins Wasser geworfen hatte, und sprach: Ihr guten Leute, könnte der Junge nicht einen Brief an die Frau Königin bringen? Ich will ihm 2 Goldstücke zum Lohn geben. Wie der König gebietet, antworteten die Leute und hießen den Jungen sich bereit halten. Da schrieb der König einen Brief an die Königin, worin stand: Sobald der Knabe mit diesem Schreiben angelangt ist, soll er getötet und begraben werden. Das alles soll geschehen, ehe ich zurückkomme. Der Knabe machte sich mit diesem Briefe auf den Weg, verirrte sich aber und kam abends in einen großen Wald. In der Dunkelheit sah er ein kleines Licht, ging darauf zu und gelangte zu einem Häuschen. Als er hineintrat, sah seine alte Frau beim Feuer ganz allein. Sie erschrak, als sie den Knaben erblickte, und sprach: Wo kommst du her und wo willst du hin? Ich komme von der Mühle, antwortete er, und will zur Frau Königin, der ich einen Brief bringen soll. Weil ich mich aber in dem Walde verirrt habe, so wollte ich hier gerne übernachten. Du arme Junge, sprach die Frau, bist in ein Räuberhaus geraten, und wenn sie heimkommen, so bringen sie dich um.
Mag kommen, wer will, sagte der Junge. Ich fürchte mich nicht. Ich bin aber so müde, dass ich nicht weiter kann. Streckte sich auf eine Bank und schlief ein. Bald hernach kamen die Räuber und fragten zornig, was da für ein fremder Knabe liege. Ach, sagte die Alte, es ist ein unschuldiges Kind. Es hat sich im Walde verirrt und ich habe ihn aus Barmherzigkeit aufgenommen. Er soll einen Brief an die Frau Königin bringen. Die Räuber brachen den Brief und lasen ihn, und es stand darin, dass der Knabe sogleich, wie er ankäme, sollte ums Leben gebracht werden. Da empfanden die hartherzigen Räuber Mitleid, und der Anführer zerriss den Brief und schrieb einen anderen, und es stand darin, so wie der Knabe ankäme, solle er gleich mit der Königstochter vermählt werden. Sie ließen ihn dann ruhig bis zum anderen Morgen auf der Bank liegen, und als er aufgewacht war, gaben sie ihm den Brief und zeigten ihm den rechten Weg. Die Königin aber, als sie den Brief empfangen und gelesen hatte, tat, wie darin stand, ließ ein prächtiges Hochzeitsfest anstellen, und die Königstochter ward mit dem Glückskind vermählt, und da der Jüngling schön und freundlich war, so lebte sie vergnügt und zufrieden mit ihm. Nach einiger Zeit kam der König wieder in sein Schloss und sah, dass die Weissagung erfüllt und das Glückskind mit seiner Tochter vermählt war. Wie ist das zugegangen, sprach er. Ich habe in meinem Brief einen ganz anderen Befehl erteilt. Da reichte ihm die Königin den Brief und sagte, ich möchte selbst sehen, was darin stände. Der König las den Brief und merkte wohl, dass er mit einem anderen war vertauscht worden. Er fragte den Jüngling, wie es mit dem anvertrauten Briefe zugegangen wäre, warum er einen anderen dafür gebracht hätte. Ich weiß von nichts, antwortete er. Er muss mir in der Nacht vertauscht sein, als ich im Walde geschlafen habe. Voll Zorn sprach der König, so leicht soll es dir nicht werden. Wer meine Tochter haben will, der muss mir aus der Hölle 3 goldene Haare von dem Haupte des Teufels holen. Bringst du mir, was ich verlange, so sollst du meine Tochter behalten. Damit hoffte der König, ihn für immer loszuwerden. Das Glückskind aber antwortete, die goldenen Haare will ich wohl holen. Ich fürchte mich vor dem Teufel nicht. Darauf nahm er Abschied und begann seine Wanderschaft. Der Weg führte ihn zu einer großen Stadt, wo ihn der Wächter vor dem Tor ausfragte, was für ein Gewerbe er verstände und was er wüsste. Ich weiß alles, antwortete das Glückskind. So kannst du uns einen Gefallen tun, sagte der Wächter, wenn du uns sagst, warum unser Marktbrunnen, aus dem sonst Weinquoll, trocken geworden ist und nicht einmal mehr Wasser gibt. Das sollte er erfahren, antwortete er. Wartet nur, bis ich wiederkomme. Da ging er weiter und kam vor eine andere Stadt. Da fragte der Torwächter wiederum, was er für ein Gewerbe verstünde und was er wüsste. Ich weiß alles, antwortete er. So kannst du uns einen Gefallen tun und uns sagen, warum ein Baum in unserer Stadt, der sonst goldene Äpfel trug, jetzt nicht einmal mehr Blätter hervorbringt. Das sollte er erfahren, antwortete er. Wartet nur, bis ich wiederkomme. Da ging er weiter und kam in ein großes Wasser, über das er hinüber musste. Der Fährmann fragte ihn, was für ein Gewerbe er verstünde und was er wüsste. Ich weiß alles, antwortete er. So kannst du mir einen Gefallen tun, sprach der Fährmann, und mir sagen, warum ich immer hin und her fahren muss und niemals abgelöst werde. Das sollst du erfahren, antwortete er. Warte nur, bis ich wiederkomme. Als er über das Wasser hinüber war, so fand er den Eingang zur Hölle. Es war schwarz und rußig darin, und der Teufel war nicht zu Haus. Aber seine Ellermutter saß da in einem breiten Sorgenstuhl. Was willst du, sprach sie zu ihm, sah aber gar nicht so böse aus. Ich wollte gerne 3 goldene Haare von des Teufels Kopf, antwortete er, sonst kann ich meine Frau nicht behalten. Das ist viel verlangt, sagte sie. Wenn der Teufel heimkommt und findet dich, so geht es an den Kragen. Aber du dauerst mich, ich will sehen, ob ich dir helfen kann. Sie verwandelte ihn in eine Ameise und sprach, krieche meine Rockfalten, da bist du sicher. Ja, antwortete er, das ist schon gut, aber 3 Dinge möchte ich gerne noch wissen. Warum ein Brunnen, aus dem sonst Weinquoll trocken geworden ist, jetzt nicht einmal mehr Wasser gibt. Warum ein Baum, der sonst goldene Äpfel trug, nicht einmal mehr Laub treibt. Warum ein Fährmann immer herüber und hinüberfahren muss und nicht abgelöst wird. Das sind schwere Fragen, antwortete sie. Aber halte dich nur still und ruhig und hab Acht, was der Teufel spricht, wenn ich ihm die 3 goldenen Haare ausziehe. Als der Abend einbrach, kam der Teufel nach Haus. Kaum war er eingetreten, so merkte er, dass die Luft nicht rein war. Ich rieche Menschenfleisch, sagte er. Es ist hier nicht richtig. Dann guckte er in alle Ecken und suchte und konnte aber nichts finden. Die Ellermutter schalt ihn aus. Eben ist er's gekehrt, sprach sie, und alles in Ordnung gebracht. Nun wirfst du mir alles wieder durcheinander. Immer hast du Menschenfleisch in der Nase. Setz dich nieder und isst dein Abendbrot. Als er gegessen und getrunken hatte, war er müde, legte der Ellermutter seinen Kopf in den Schoß und sagte, sie solle ihn ein wenig lausen. Es dauerte nicht lange, so schlummerte er ein, blies und schnarchte. Da fasste die Alte ein goldenes Haar, riss es aus und legte es neben sich. Autsch, schrie der Teufel, was hast du vor? Ich habe einen schweren Traum gehabt, antwortete die Ellermutter. Da habe ich dir in die Haare gefasst. Was hat dir denn geträumt, fragte der Teufel. Mir hat geträumt, ein Marktbrunnen, aus dem sonst Weinquoll, sei versiegt, und es habe nicht einmal Wasser daraus quellen wollen. Was ist schuld daran? He, wenn sie es wüssten, antwortete der Teufel, es sitzt eine Kröte unter einem Stein im Brunnen. Wenn sie die töten, so wird der Wein wieder fließen.
Die Ellermutter lauste ihn wieder, bis er einschlief und schnarchte, bis die Fenster zitterten. Da riss sie ihm das zweite Haar aus. »Hu, was machst du?« schrie der Teufel zornig. »Nimm's nicht übel«, antwortete sie. »Ich habe es im Traum getan.« »Was hat dir wieder geträumt?« fragte er. »Mir hat geträumt, in einem Königreich stand ein Obstbaum. Der hätte sonst goldene Äpfel getragen und wolle jetzt nicht einmal Laub treiben. Was war wohl die Ursache davon?« »Hier, wenn sie's wüssten«, antwortete der Teufel. »An der Wurzel nagt eine Maus. Wenn sie die töten, so wird er schon wieder goldene Äpfel tragen. Nagt sie aber noch länger, so verdorrt der Baum gänzlich. Aber lass mich mit deinen Träumen in Ruhe. Wenn du mich noch einmal im Schlafe störst, so kriegst du eine Ohrfeige.« Die Ellermutter sprach ihm gut zu und lauste ihn wieder, bis er eingeschlafen war und schnarchte. Da fasste sie das dritte goldene Haar und riss es ihm aus. Der Teufel fuhr in die Höhe, schrie und wollte übel mit ihr wirtschaften. Aber sie besänftigte ihn nochmal und sprach: »Wer kann für böse Träume?« »Was hat dir denn geträumt?« fragte er und war doch neugierig. »Mir hat von einem Fährmann geträumt, der sich beklagte, dass er immer hin und her fahren müsste und nicht abgelöst würde. Was ist wohl schuld?« »He, der Dummbart«, antwortete der Teufel, »wenn einer kommt und will überfahren, so muss er ihm die Stange in die Hand geben. Dann muss der andere überfahren und er ist frei.« Da die Ellermutter ihm die drei goldenen Haare ausgerissen hatte und die drei Fragen beantwortet waren, so ließ sie den alten Drachen in Ruhe und er schlief, bis der Tag anbrach. Als der Teufel wieder fortgezogen war, holte die Alte die Ameise aus der Rockfalte und gab dem Glückskind die menschliche Gestalt zurück. »Da hast du die drei goldenen Haare«, sprach sie. »Was der Teufel zu deinen drei Fragen gesagt hat, wirst du wohl gehört haben.« »Ja«, antwortete er, »ich habe es gehört und will es wohl behalten.« »So ist dir geholfen«, sagte sie, »und nun kannst du deine Wege ziehen.« Er bedankte sich bei der Alten für die Hilfe in der Not, verließ die Hölle und war vergnügt, dass ihm alles so wohl geglückt war. Als er zu dem Fährmann kam, sollte er ihm die versprochene Antwort geben. »Fahr mich erst hinüber«, sprach das Glückskind, »so will ich dir sagen, wie du erlöst wirst.« Und als er am jenseitigen Ufer angelangt war, gab ihm des Teufels Rat: »Wenn wieder einer kommt und will übergefahren sein, so gib ihm nur die Stange in die Hand.« Er ging weiter und kam zu der Stadt, worin der unfruchtbare Baum stand und wo der Wärter auch seine Antwort haben wollte. Da sagte er ihm, wie er vom Teufel gehört hatte: »Tötet die Maus, die an seiner Wurzel nagt, so wird er wieder goldene Äpfel tragen.« Da dankte ihm der Wärter und gab ihm zur Belohnung zwei mit Gold beladene Esel, die mussten ihm nachfolgen. Zuletzt kam er zu der Stadt, der am Brunnen versiegt war. Da sprach er zu dem Wärter, wie der Teufel gesprochen hatte: »Es sitzt eine Kröte im Brunnen unter einem Stein, die müsst ihr aufsuchen und töten, so wird er wieder reichlich Wein geben.« Der Wächter dankte und gab ihm ebenfalls zwei mit Gold beladene Esel. Endlich langte das Glückskind daheim bei seiner Frau an, die sich herzlich freute, als sie ihn wieder sah und hörte, wie wohl ihm alles gelungen war. Dem König brachte er, was er verlangt hatte, die drei goldenen Haare des Teufels, und als dieser die vier Esel mit Golde sah, war er ganz vergnügt und sprach: »Nun sind alle Bedingungen erfüllt und du kannst meine Tochter behalten. Aber, lieber Schwiegersohn, sage mir doch, woher ist das viele Gold? Das sind ja gewaltige Schätze.« »Ich bin über einen Fluss gefahren«, antwortete er, »und da habe ich es mitgenommen. Es liegt dort statt des Sandes am Ufer.« »Kann ich mir auch davon holen«, sprach der König und war ganz begierig. »So viel ihr nur wollt«, antwortete er, »es ist ein Fährmann auf dem Fluss, von dem lasst euch überfahren, so könnt ihr drüben eure Säcke füllen.« Der habsüchtige König machte sich in aller Eile auf den Weg, und als er zu dem Fluss kam, so winkte er dem Fährmann, er solle ihn übersetzen. Der Fährmann kam und ließ ihn einsteigen, und als sie an das jenseitige Ufer kamen, gab er ihm die Ruderstange in die Hand und sprang davon. Der König aber musste von nun an fahren zur Strafe für seine Sünden. »Fährt er wohl noch?« »Was denn? Es wird ihm niemand die Stange abgenommen haben.« Ende von »Der Teufel mit den drei goldenen Haaren« von den Gebrüdern Grimm, gelesen von Elli, Mai 2011. Abschnitt 16 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Elli. Das Buch vom lieben Weihnachtsmann von Else Birkenstock und Will Vesper. Die Geschichte vom Weihnachtsmann von Will Vesper. Es friert und schneit und will auf Erden nun wieder einmal Weihnacht werden. Die Mutter mit dem Weihnachtsmann putzt schon den Baum mit Lichtern an. Verschlossen ist das Weihnachtszimmer, durch Schlüsselloch kommt Kerzenschimmer, auch schleicht ein Tannenduft herfür. Drückt nicht die Näschen an die Tür, ihr werdet daran hängen bleiben und mir den Weihnachtsmann vertreiben. Den Weihnachtsmann? Den Weihnachtsmann? Die Kinder schauen Großmutter an. Wer ist denn das, der Weihnachtsmann? Die Großmutter hebt die Hand und spricht: Kommt einmal her und lärmt mir nicht. Ich will's euch sagen, dass ihr wisst, wer drinnen bei der Mutter ist. Ganz still, kein Laut, seid Mäuschen stumm,
mach kein Gesumm und kein Gebrumm. Die Englein gehen im Haus herum. Mein kleiner Dackel, hör auch du andächtig der Geschichte zu. Weit, weit, weit über die Berge, hinterm Land der lieben Zwerge, dort, wo aller Welt Wende ist und alle Welt zu Ende ist. Denn dahinter kommt man gleich geradewegs ins Himmelreich. Da steht ein uralter Wald, der ist viel tausend Jahre alt. Und tief, ganz tief im dunklen Tann, da hat sein Haus der Weihnachtsmann. Das Weihnachtsschloss aus Zuckertand, aus Marzipan und allerhand. Lebkuchen sind die Dächer, die Wände und Gemächer. Aus Schokolade ist das Tor, ein großer Brezel hängt davor. Und in dem Schlosse wirkt und schafft sehr emsig große Dienerschaft, von Zwergen und von Engeln fein. Die schaffen da Jahr aus Jahr ein, um all die guten Sachen zum Weihnachtsfest zu machen. Sie schneidern und kleben und streichen an. Sie machen Puppen und Hampelmann und Eisenbahnen und Bälle und Affen aus braunem Felle und Kreisel und Pferdchen und alles das, was Kindern macht auf Erden Spaß. Der Weihnachtsmann geht selbst herum und stellt sich so ein Englein dumm, so zeigt er ihm, wie man es macht, dass alles bunt und lustig lacht. Malt selbst dem Pferdchen eine Decke und graue Apfelschimmelflecke. Auch machen sie in anderem Raum Schmucksachen für den Weihnachtsbaum. Die bunten Kerzen Sterne glänzen, Goldperlen flechten sie zu Kränzen und gießen Kerzen um den Docht. Auch wird gebacken und gekocht, auch Zuckerzeug und gut Konfekt. Daran manch Englein heimlich leckt, ob es auch schmeckt, wird schon in Tüten eingesteckt. Auf einmal sagt der Weihnachtsmann, nein, seht, es fängt zu schneien an. Jetzt ist es aber hohe Zeit, der Weihnachtstag ist nicht mehr weit. Nun hat er einen Knecht im Haus, Knecht Ruprecht oder Nikolaus, ist er genannt und wohlbekannt mit allen Kindern weit im Land. Den ruft der Weihnachtsmann und spricht, vergiss mir nur die Bäume nicht, die auf dem Tischchen sollen stehen. Knecht Ruprecht spricht, ist schon geschehen. Dem Förster habe ich schon gesagt, dass ihr mir nur die schönsten schlägt, die dichten und die geraden. Auch sandte ich schon die Zwerge fort, die eilen nachts von Ort zu Ort und bringen in den Laden die Sachen ohne Schaden. Auch zum Konditor über Nacht wird all das Zuckerzeug gebracht und aufgeteilt und fein gemacht. Die Englein tummeln sich nicht schlecht. Der Weihnachtsmann sagt, gut, mein Knecht, da wird in alles eingeleitet und für die Weihnacht vorbereitet. Du aber mach dich auf und spann eilig dein weißes Eslein an, dass es den Sack mit Nüssen trag und was dir sonst gefallen mag, denn morgen ist St. Niklas Tag. Du weißt ja selbst, was deine Pflicht. Vergiss mir auch die Ruten nicht. St. Niklas nickt und spann schon an, lenkt sanft den Eslein durch den Tann und klopft an allen Türen an, wo Kinderlein zu Hause sind. Die Eltern machen auf geschwind. Der Vater macht ein ernst Gesicht. Zwar folgt das Kindlein manchmal nicht, doch denke ich doch, es bessert sich und wirkt ganz brav und ordentlich. Die Kindlein all schon schlafen, die Bösen wie die Braven, in Dörfern und in Städten, vor Fenstern und vor Betten, sieht Niklas in der ganzen Welt Teller und Schüllen aufgestellt. Er fährt und schleicht von Haus zu Haus, teilt alle seine Gaben aus, die Teller voll den Guten, den bösen Kindern ruhten. Auch schrieb ihn jedes brave Kind ihm auf, was seine Wünsche sind. Die Zettel schleppt er allzuhauf und lädt sie seinem Eslein auf, dass nichts der Weihnachtsmann vergisst und weiß, was alles nötig ist. Nun kommt heran die heilige Nacht, die einst vor tausend Jahren das Christkind hat zu uns gebracht. Weil wir so böse waren, da sandte Gott von seinem Thron auf Erden seinen lieben Sohn, dass er uns sollte lösen zum Guten von dem Bösen. In dieser unheiligen Zeit macht sich die ganze Welt bereit, mit Freuden zu gedenken, dass Gott uns wollte schenken, den Trost in jedem Herzeleid und Frieden, Glück und Seligkeit. Da steht in Freuden alle Welt, das Hündlein selbst vor Freuden bellt und alle frommen Menschen sind fröhlich einander gut gesinnt. Und sind sie's nicht, sie sollten's sein, so treten Glück und Frieden ein und wär zu Ende alle Pein. Die Tierlein in dem Walde, die Häslein auf der Halde, die kleinen Mäuslein selbst im Schnee, das Eichhorn, Fuchs, Dachs und Reh. Die Sterne am Himmel oben, sie kommen all und loben, mit frohem Herzen Gott den Herrn, voran der helle Weihnachtsstern. In tiefer, helger Gottesnacht, da läuten alle Glocken sacht, und als die Weihnachtsglocke klingt, ein Hirschlein aus dem Walde her springt, den Weihnachtsmann zu bitten, spann mich an deinen Schlitten. Die Englein bringen viel Gepäck, Spülsachen, Baum und Süßgebäck. Der Weihnachtsmann steckt selber ein und fährt bei hellem Sternenschein ins bunte Menschenland hinein. Und seltsam Ding ist dann geschehen, man hat ihn überall gesehen. Er war nicht nur in dieser Stadt, die so viel hohe Häuser hat. Im Osten, Norden, Süd und West kommt er zu jedem Weihnachtsfest. Er ist bald hier, er ist bald dort, zu gleicher Zeit an jedem Ort. Und was sein Schlitten hergebracht, das wird nicht all in dieser Nacht. Das ist nicht nur ein Bäumlein klein, das müssen hunderttausend sein. Wenn er ein Spielzeug hier verschenkt, ein anderes gleich am Schlitten hängt. Er gibt mit vollen Händen, doch will sein Schatz nicht enden. Er streut in Dorf und Städten aus, vor jeder Hütte, jedem Haus.
doch wird sein Sack darum niemals leer, ist stets von neuen Schätzen schwer. Versteht sich, nur wo gute Kind und fromme Leute zu Hause sind, ist so ein Herz verstockt und hart, ein Menschenkind nicht guter Art, ist verflogen alles Glück, da bleibt kein Stück im Sack zurück, da brennt der Ofen und wärmt doch nicht, da brennt die Lampe und gibt kein Licht, da ist das Haus voll Finsternis, voll Kümmernis und Bitternis. Der Weihnachtsmann geht still vorbei, als ob kein Herz zu Hause sei, holt nur die rote Sacht herfür und hängt sie traurig an die Tür. Doch nicht an unserem Hause, nein, wir wollen allzeit fröhlich sein und allen Menschen lieb und gut, dass Frieden auf dem Hause ruht. So kommt zu uns der Weihnachtsmann, hält gerne hier sein Fahrzeug an. Ich glaube schon, ich höre schon, der Schlitten schellen hellen Ton. Nur still und lärmet nicht, jetzt steckt er auf dem Baum das Licht. Juchai, da geht die Türe auf und nun hinein in vollem Lauf. Die Kinder stehen vor dem Baum, der glänzt wie der schönste Traum und hängt voll bunter Herrlichkeit und jedem wird das Herz so weit. O seht, was steht da, stolz im Pferd und alles, was das Herz begehrt. Die Herzchen schlagen trommelschnell, die Augen leuchten kerzenhell, die Wangen stehen wie im Brand und Mutter nimmt der Kinder Hand, ihr Angesicht ist hell wie Licht, der Vater spricht. Still, es fliegen Englein um, zart wie Bienen mit Gesumm, ihre Flügel sind von Licht. Stille, stille und stört sie nicht. Stille, stille, nur gelauscht. Hört nur, wie ihr Flügel rauscht und wie die Schar so lieblich singt, dass die ganze Stube klingt. Und nun stimmt auch ihr mit ein. Alle Menschen, groß und klein, in dem weiten Erdenland, fassen jetzt sich bei der Hand, öffnen ihren Mund und singen, Gott im Himmel Dank zu bringen. Über allem Herzeleid klingt es um die Erde weit, durch die Sterneneinsamkeit. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Ende von Das Buch vom lieben Weihnachtsmann von Else Birkenstock und Will Vesper. Gelesen von Elli, Juni 2011. Abschnitt 17 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Stoffel und die bösen Buben von Heinrich Schlitt. Liebe Kinder, der, den ihr im Bilde seht, ist es, wie er geht und steht, den ein jeder, der ihn kannte, nur den dummen Stoffel nannte, weil er wie gar manche Leute nicht absonderlich gescheit. Dummheit ist ja zu beklagen, aber eher zu ertragen, als wenn die Verstandeskräfte statt auf nützliche Geschäfte immer da nur darauf zielen, anderen Schabernack zu spülen. Diese drei sind wohl gescheit, aber voller Schlechtigkeit. Heinrich, welcher in der Mitte, frech und lang und alle Sitte, ist nur darauf stets bedacht, dass er böse Streiche macht. Und die zwei, Otto und Paul, in der Schule sind sie faul, wollen vom Lernen nichts hören, folgen stets nur Heinrichs Lehren, die er ihnen Kunst geübt, leider nur zu häufig gibt. Was sie alles angefangen, wie es ihnen dann ergangen, ihr in diesem Buche seht, wo es in Wort und Bildern steht. Habt die Bilder ihr betrachtet, auf die Lehren wohl geachtet, nehmt euch ein Beispiel daran und fangt von vorne wieder an. Das Blasrohr. Zu dem Namensfester Chor Heinrich sich ein Blasrohr, um damit in Feld und Wiesen Vögel aller Art zu schießen. Doch die Jagd ging immer schlecht, kriegte weder Spatz noch Specht. Stoffels großen neuen Hut traf er dagegen gut, so daß er bald ganz und gar wie ein Sieb durchlöchert war. Einen Hut wird jeder wissen, hat man eines Zells zum Grüßen, oder daß er meinetwegen schützt das Haupt vor Sonnenregen. Doch daß er Spielzeug sei, wußte ich nicht, das ist mir neu. Nun, der Stoffel wird schon sehen, ob die Eltern Spaß verstehen. Heinrich, wie ja alle schützen, möchte seine Kunst auch nützen. Bald zu Stoffels großer Freud bietet sich Gelegenheit. Seht, da läuft der brave Bauer, einen Hering groß und sauer, nimmt das Tier recht appetitlich und geht heimwärts ganz gemütlich. Heinrich, ach der Bösewicht, gönnt ihm den Hering nicht, hinter einer Gartenmauer stellte er sich auf die Lauer. Und mit seinem Rohrgewand trifft er jetzt des Bauern Hand, so daß dieser ganz entheitert weit den Hering von sich schleudert, denn er denkt in seinem Wahn, daß das Tier noch beißen kann. Und um vollends ihn zu töten, und zwar keinesfalls vonnöten, tritt er ihm zum Überfluss auf den Kopf mit seinem Fuß. Heinrich aber ist so frech, nimmt jetzt gar den Hering weg, und mit der erwünschten Beute sucht er eilig dann das Weite. Stoffel lachte und blieb stehen, dachte, mir kann nichts geschehen. Doch der Bauer Zorn im Brand packt ihn mit der festen Hand. Was dann weiter noch geschah, seht ihr in dem Bilde da. Das Klingeln. Kinder, wenn die Schule aus, geht nur immer gleich nach Haus. Bleibt nicht auf der Gasse stehen, kann euch sonst recht schlimmer gehen.
Heinrich, Otto und auch Paul, in der Schule immer faul, geben nachher noch dazu auf der Straße keine Ruh, wo es Unfug gibt zu treiben, lassen sie's gewiss nicht bleiben. Eine Aufschrift auf dem Haus finden sie sogleich heraus. Dies, man bittet stark zu klingeln, scheint verführerisch den Schlingeln. Und heraus die Klingelknöpfe reißen diese bösen Tröpfe gleich mit beiden Händen gar, dass es ganz entsetzlich war. Und vergnüglich unter Lachen sie sich aus dem Staub dann machen. Stoffel, der nicht mitgetan, sieht sich nur die Sache an. Doch die braven Bürgersleute in dem großen Wohngebäude sind bis auf den Tod erschrocken, als man riss an allen Glocken. Jedes nach dem Fenster rennt, weil man sicher glaubt, es brennt. Oder es ist sonst was los, denn der Lärm war gar zu groß. Doch sie konnten nichts erspähen, nur den Stoffel sieht man stehen, wie er laut und herzlich lacht. Dies hat ihren Zorn entfacht. Stoffel ahnte Schlimmes nicht, er blieb stehen, der arme Wicht. Seht, die wuterfüllten Leute stürmen schon aus dem Gebäude, und im nächsten Augenblicke fasst man Stoffel beim Genicke. Ja, jetzt half kein Weh und Ach, Stoffel kriegte Schlag auf Schlag. Jeder war mit Ernst bemüht, ihn zu strafen, wie man sieht. Doch bei der Gelegenheit kam man allgemein in Streit. Was dazu die Ursache war, wurde niemals völlig klar. Doch das ist doch einerlei, Schläge gab's und viel Geschrei. Ein Gendarm hat, wie ihr seht, schon die Rauferei erspäht. Mit empörtem Ordnungssinn eilet er zum Kampfplatz hin. Doch umsonst ist sein Bemühen, alles stürmt jetzt gegen ihn. So, dass er in knapper Not noch entrinnt dem sicheren Tod. Und recht ernst wird nun die Sache, Aufruhr meldet er der Wache. Diese, weil sie selten tätig, ist zu helfen gleich erbötig, sendet einen Trommler aus, rum-bum-bum von Haus zu Haus, trommelt mühsam der doch munter, jeden auf den Platz herunter. Alles rennt hin und her, fragt, was geschehen wär. Auch bereits nach enger Zeit steht die Bürgerwehr bereit. Vorwärts ruft der Kommandant, hoch den Säbel in der Hand. Als er auf dem Platz erschien, fängt die Menge an zu fliehen. Aber seine Leute müssen, wenn auch blind, doch deutlich schießen, dass durch diesen Knalleffekt er sich neu mit Ruhm bedeckt. Doch, ich muss leider sagen, schießen konnte er nicht vertragen. Stellte flugs sich hinten dran, als die Schießerei begann. Und, dass er vor Schreck nicht falle, bei dem fürchterlichen Knalle, hält er sich am Vordermann, wo er diesen fassen kann. Rumps, piff, paff, sie schießen los, Angst und Schrecken wird sehr groß. Vorwärts geht es nun im Sturm, dort liegt Stoffel, armer Wurm. Stoffel wird nun arretiert, ins Gefängnis abgeführt. Ungewöhnlich froh und heiter zieht die Bürgerwehr dann weiter, stolz auf so ein schnelles Siegen, viele Trümmer sieht man liegen, auf dem Platz der kleinen Stadt, wo der Kampf gewütet hat. Stoffel aber hat die Nacht unter Tränen zugebracht. Zu den Eltern voller Sorgen kehrt er heim am nächsten Morgen. Ganz zerrissen seine Kleider, an dem Körper aber leider blaue Flecke, Kratzerbeulen und die Tafel in zwei Teilen. Als der Fürst die Tat gehört, hat den Hauptmann er geehrt. Zu des Helden Stolz und Lust schmückt den Stern jetzt seine Brust. Das kalte Bad. Reinlichkeit ist seltene Tugend, insbesondere bei der Jugend. Wie man diese Tugend übt, euch dieses Bild ein Beispiel gibt. Seht, wie hier die lustigen Knaben sich im kühlen Wasser laben, wie sie schwimmen und mit Mut springen in die tiefe Flut. Stoffel hat noch nie gebadet, weil er fürchtet, dass es schadet. Und so ist er vorderhand als sehr wasserscheu bekannt. Jene Knaben in dem Wasser kannten diesen Wasserhasser. Ach, trotz Stoffels Schreien und Bitten, nehmen sie ihn die Mitten. Und gar schnell und grob mitunter ziehen sie ihm die Kleider runter. Nur die neue tadellose, schöne blaue Sommerhose und den Hut behält er an. Seht, da steht der kleine Mann. So jetzt wird er angefühlt, ob er sich schon abgekühlt. Und als dieses ist geschehen, muss er marsch ins Wasser gehen. Fern vom festen Uferrand nimmt die Angst mir überhand. Immer tiefer sinkt er ein. Ach, wie sich da die Schlingel freuen. Doch das Schrecklichste von allen ist dem Buben eingefallen, als die Stoffels Kopf und Hut tauchen in die Wasserflut. Unter Husten, Weinen, Schnaufen sieht man ihn zum Ufer laufen. Dort ergreift er seine Kleider, zieht sie an und eilet weiter. Doch welch Schreckensbild, oh graus, wie sieht Stoffels Hose aus? Die so schön, so himmelbläulich, ist nun grau und ganz abscheulich. Denn der Hose Farben bracht, floss dahin. Na gute Nacht. Die Geldbörse. Nach so vielen schweren Leiden, die stets andere ihm bereiten, wurde Stoffel endlich klug und dachte an den Spruch, siehst du böse Buben stehen, musst du schnell vorübergehen. Als nun Heinrich wiederum zu ihm trat, kehrte sich um, sprach zu ihm entrüstet schier, Heinrich, ach mir graut vor dir. Doch der hat, wie er gesehen, andere, die mit ihm gehen, die auf seine bösen Lehren nur allzu gerne hören. Paul und Otto sind erbötig, mitzuhelfen, wo es nötig. Dr. Krebs in guter Ruhe schaute diesem Kleeblatt zu. Eine Börse, die mit Sand angefüllt, ist schon zur Hand.
Einen Faden lang und dünn binden sie dann auch noch hin. Heinrich legt, wie er schon ist, jetzt die Beute hin mit List. Und schnell zum Brunnen fort, denn schon kommt die Bäuerin dort. Frische Eier bringt sie heute, Eier kaufen alle Leute, weil sie sich in vielen Speisen als sehr zuträglich erweisen. So denkt sich die Bäuerin, still vergnügt in ihrem Sinn, für das, was sie mitgenommen, hübsches Geld hat zu bekommen. Ach, Herrgott, o Jemini, ruft sie, was ich liegen sehe. Eine Börse voll und schwer. Welch ein Glück, was will ich mehr? Seht, schon will sie sich bequemen, diesen Beutel aufzunehmen. Ratsch, der Beutel fliegt davon, als sie glaubt, sie hätte ihn schon. Kreideweiß ihr die Gesicht, denn sie traut den Augen nicht, glaubt, der Beutel wird lebendig und erschrickt darob unbändig. Das ist böse Zauberei, schreit sie, und mit diesem Schrei fällt sie gar noch obendrein in den Eierkorb hinein. Dr. Krips in guter Ruhe schaut ihrem Unglück zu. Paul und Otto, auch nicht minder Heinrich, ach die bösen Kinder, sind voll Jubel aufgesprungen, als ihr arger Plan gelungen. Und die Eier, wie begreiflich, sind nun gänzlich unverkäuflich. Die Wasserspritze und die allgemeine Vergeltung. Otto mit der Wasserspritze sind bereits auf neue Witze, und man sieht in diesem Bild, wie er schon die Spritze füllt. In der Straße trapp, 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 fährt den Wagen jetzt herab. Otto, ach, es ist doch schändlich, hält es für ganz selbstverständlich, dass er nach dem Kutscher spritzt, der so friedlich oben sitzt. Spritz, gar mitten ins Gesicht, traf ihn dieser Bösewicht. Und der Kutscher voller Schreck, Peitsch und Zügel wirft er weg. Auch der Hut fliegt ihm davon, aus dem Wagen ruft man schon, doch ist keine Rettung mehr, wilder jagt das Pferd daher, bis es, na Gott sei's gedankt, an der Stalltür angelangt. Außer Schrecken, Angst und Bangen ist noch gnädig abgegangen. Dr. Krips in aller Ruhe sah auch dieser Untat zu, denn der Buben Streiche fand er bis jetzt recht amüsant. Doch was nun, der Platz ist leer und kein Opfer zeigt sich mehr. Schon sind sie bereit zu gehen, als sie nach dem Fenster sehen, wo Herr Krips die Pfeife klopft und sich eine frische stopft. Schnell entschlossen, 1, 2, 3, füllt die Spritze Mann aufs Neu. Dr. Krips in guter Ruhe denkt, jetzt schaue ich wieder zu. Doch im selben Augenblick fährt entsetzt er schon zurück, denn der kalte Wasserstrahl traf das Ziel auch dieses Mal. Und im Pusten, Schimpfen und Toben hört man in dem Zimmer oben. Gleich darauf, es ist kein Wunder, polterte er die Treppe runter, denn er kam zu dem Entschluss, dass hier Strafe folgen muss. Paul und Heinrich in der Eil spannten vor der Tür ein Seil. Auch kam von ungefähr ein Figurmann daher. Dr. Krips kommt angerannt, weiß nicht, dass ein Seil gespannt, fällt, wie man hier sehen kann, auf den Gipsfigurmann. Dieser fällt nun auch mit um, alles liegt am Boden rum, kurz für jedermann zum Grauen war die Sache anzuschauen. Nur die Buben mit Vergnügen sahen diesen Haufen liegen, aber wehe diesen drei, nahe ist die Polizei. Zwei werden festgenommen, Heinrich aber ist entkommen. Paul und Otto ohne Erbarmen werden gleich mit den Gendarmen ins Gefängnis abgeführt, wie es den Schlingeln ja gebührt. Dr. Krips, was will man machen, muss nun zahlen all die Sachen, die am Platz zerbrochen liegen, das ist wirklich kein Vergnügen. Doch der Händler seinerseits lächelt still, denn ihn freut's. Recht verdrießlich sitzt Herr Krips bei dem zertrümmerten Gips. Alle schönen Kunstfiguren zeigen deutliche Unglücksspuren. Schiller, der ja stets dabei, war natürlich auch entzwei. Doch Herr Krips blieb, wie man hört, bei dem Falle unversehrt. Heinrich, den man eifrig sucht, ist noch immer auf der Flucht. Und, dass man ihn nicht entdecke, springt er eiligst um die Ecke. Da kommt brav und sittsam sehr Stoffel grad deswegs daher. Stoffel an des Vaters Hand wird von Heinrich umgerannt. Doch auch dieser fällt mit hin, so jetzt fasst man endlich ihn. Macht auch gar nicht mehr lange Sache, für den gleichfalls hin zur Wache. Und das Kleeblatt, ach wie bitter, sitzt nun hinter Schloss und Gitter. Wasserbrot, das wird wohl schmecken, und die Schläge mit dem Stecken. Dazu noch als Ruhebett, dient aus Holz ein hartes Brett. Doch der Stoffel, wie ihr seht, dort mit süßem Kuchen steht. Den verzehrt er jetzt in Ruhe, und die Knaben schauen zu. Ihre Strafe ist gerecht. Bosheit endet immer schlecht. Ende von Stoffel und die bösen Buben von Heinrich Schlitt. Gelesen von Elli, Juni 2011. Abschnitt 18 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Elli. Krippel Krappel von Karl Storch. Frühlingstoilette. Wenn die Frühlingssonne lacht und das Krappelzeug erwacht, geht für Wicht und Hänselmann eine große Arbeit an.
Frösche, die im Sumpfe blichen, werden saftgrün angestrichen, und mit Farben zum Entzücken lässt sich jeder Falter schmücken. Feldmaus weint so manche Träne, bis in Ordnung sind die Zähne. Wasserjungfer geht zum Schneider, denn sie hat zerrissene Kleider. Und der Käfer stöhnt und schwitzt, bis sein Harnisch prächtig blitzt. Und was nächtlich leuchten muss, wird gefüllt mit Spiritus. Schröter mit den stumpfen Zangen ist zum alten Schmied gegangen. Stacheln schärft mit Kunst und Eifer Muckibuck der Scherenschleifer. Strenge Polizei. Zum Sperling sprach im Monat Mai die Blumenmutter allerlei. Die Kinder sind nicht einzuschläfern, denn von den Grillen und den Käfern tönt auf der Wiese ringsherum ein ewig Zirpen und Gebrumm. Geh Spatz und sorg als Polizist, dass endlich Ruhe ist. Der Sperling wetzt sein Schnäbelchen und hängt sich um sein Gäbelchen. Mit blauem Frack und strengem Blick verscheucht er alle Feldmusik, und räumt man nicht sofort den Platz, so schimpft er mächtig wie ein Spatz und ängstigt alle Wiesensänger und wird ein rechter Grillenfänger. Die Seifenblase. Der Seifenschaum in hohler Nuss macht diesen Zwerglein viel Genuss. Da komm herzu ein junger Wicht, voll Neugier ist sein Angesicht. Mit wundervollem Zauberspiel wächst seine Birne aus dem Stiel. Der Junge weiß noch nichts von Seifen und kann das Wunder nicht begreifen. Der Zwerg springt sich beinahe die Lunge, die Kugel schwillt, es wankt der Junge, dass er in schweren Ängsten jammert und sich an die Kugel klammert. Da schwebt die Kugel in die Luft, das Wichteln laut um Hilfe ruft, doch niemand hilft und schnell davon trägt ihn der leichte Luftballon. Gern aber platzt die Seifenblase, ey darum, dann plumpst er auf die Nase. Die Rutschbahn. Der Tag war heiß, es raucht im Rohr, der kühle Vollmond steigt hervor. Da tummeln sich vergnügt im Weiher die Fröschlein all, die kleinen Schreier, und spielen Haschen und Verstecken, bis sie den alten Storch entdecken. Der steht auf einem Fuße frei, im Wasser drin und schläft dabei. Ein Nichts uns auf ein Schilfrohr klimmt und einen kühnen Anlass nimmt. Lockquakend springt der freche Tropf dem Onkel Storch auf seinen Kopf. Dann gleitet er gewandt und munter am Schnabel Adebars hinunter und plumpst genüsslich in die Flut. Der Spaß gefällt dem Bürschlein gut. Sie spielen Rutschbahn um die Wette, vor Übermut will keins zu Bette. Und keines denkt an die Gefahr, wenn aufwacht Meister Adebar. Ein junger Frosch zu leicht vergisst, dass ihn der Storch so gerne frisst. Die Reise um die Welt im Automobil. Der Schwarze sagt zum Kameraden, ich hab was Neues, willst du raten? Der Rote spricht, lass mich in Ruhe, hab selber was, rat lieber du. Da langt der Schwarze in die Hose und zieht ein Auto aus dem Schoße. Doch augenblicklich holt der Zweite ein Auto gleichfalls aus dem Kleide. Der Schwarze sitzt auf seinem Wagen und fährt im Kreise mit Behagen. Das lässt den Roten auch nicht ruhen, dem Schwarzen sucht es gleich zu tun. Bald kommt er aus dem Gleichgewicht und fällt von über aufs Gesicht. Der Schwarze hat ihm zugeschaut, vor Schadenfreude lacht er laut. Und da er gerade im schönsten Lauf, steuert er den Berg hinauf. Das Auto überfährt den Roten, der schreit ganz jämmerlich am Boden. Mit müde Rote sich erhebt, er fragt sich, ob er wirklich lebt. Und tastet, ob ihm seine Knochen an seinem Leibe sind zerbrochen. Gottlob, gesund sind seine Glieder, da kommt ihm seine Spannkraft wieder. Der Schwarze soll es fühlen, an dem will er die Rache kühlen. Er läuft dahin voll Wagemuts, der schwarze Vordermann an nichts Guts, und fährt so schnell er fahren kann, jedoch das Unheil naht heran. Auf einmal fühlt er sich geschoben, von hinten her emporgehoben, im Nu mit seinem Sausewagen hat er sich völlig überschlagen. Nun liegt er schreiend auf dem Bauch, und aus dem Auto steigt der Rauch. So fand die Untat ihren Lohn, der Rote fährt vergnügt davon. Das kann der Schwarze nicht ertragen, er springt empor, besteigt den Wagen. Mit vollem Dampfe und Verwegen fährt er dem Roten grad entgegen. Der starrt ihn an und sieht beklommen, sein allerletzte Stündlein kommen. In Knallen, Blitzen und Gebraus, nun ist es wohl mit beiden aus. Doch als die Wolken vom Benzin mit ihrem Dufte sich verziehen, erhebt sich langsam der Bajasso und sieht der andere, macht es grad so. Merkt ihr trotz all dem die Rache, ist immer eine üble Sache. Die Maibohle. Maikäfer, brauner Junge, wohin mit solchem Schwunge? Wohin auf leichter Sohle trägst du die Duftgebohle? Sind Elfen oder Feen beim Tanz im Buchenhain? Sind's Gnome, die begehen ein Fest im Mondenschein? Der Braune spricht im Eilen, ich darf mich nicht verweilen. Die Käfer warten all, wir haben Frühlingsball. Gnomenvilla. Im Sommer fahren die Zwerge wie die Städte in die Berge. In die grünen Täler eilten, ganze Wochen dort verweilten, ohne weiter was zu tun, als sich gemütlich auszuruhen. Und es sprach ein Gnom, hallo, das versuch ich ebenso. Und ein leeres Schneckenhaus baut er sich zum Landsitz aus. Hält vor seiner Schwelle Rast, fühlt sich ganz als Sommergast. Raucht dazu und spricht vergnüglich, solch ein Dasein ist vorzüglich. Die vier Jahreszeiten. Wenn der Frühling Einzug hält, klingt und singt die ganze Welt.
und berauscht vom Blumenduft schweben Falter durch die Luft. Doch der Sommer kommt heran, stiller wird's, ein Wichtelmann gondelt durch die kühle Flut, solche Fahrt gefällt ihm gut. Herbst erscheint mit vollen Händen, will er Obst und Reben spenden. Doch schon bläst der Postillon und die Schwalbe fliegt davon. Schlittenglocken klingen fein, horch, es zieht der Winter ein. Mäuse hat er vorgespannt, Rabe ist sein Adjutant. Fröhliche Fahrt. Ein Zwerg im Walde las einmal von Zeppelin und Parseval und sprach, das möchte ich auch probieren, so lustig durch die Luft kutschieren, wie ein Vogelberg und Auen vom Himmel hoch zu überschauen. Entschlossen sprach der kleine Mann den Heuschreck auf der Wiese an. Der Heuschreck ließ sich gern bereden, die Reise mit ihm anzutreten. Ein Eichelnapf soll Gondel sein, der Zwerg setzt sich bequem hinein. Sie wird dem grünen Heinrich unten und seine Füße festgebunden. Die Anker los, das Zwerglein ruft, Heidi, da fliegt es in die Luft. Der Heuschreck sorgt mit seinen Flügeln, hoch schwebt man über Feld und Hügeln. Das Osterei. Hänsel, Männchen, freches Pack, spielen gerne Schabernack. Sieh, es fanden diese zwei ein verlassenes Hühnerei. Und sie planen auch sogleich einen rechten Gnomenstreich. Denn die Henne gar nicht ferne zücken dir im Schnabel gerne jeden Wicht ins Kamisol, und das tut oft gar nicht wohl. Mit dem Winkel und der Kelle sind die beiden rasch zur Stelle, und des Nestes Innenraum füllen sie mit Zuckerschaum. Aufrecht in den süßen Brei stellen sie das Hühnerei. Diesen Teig so fein und lecker formt der kleine Zuckerbäcker. Ganz oben wird zuletzt eine Spitze aufgesetzt, und der andere Hänselmann fängt sogleich zu malen an. Und wie um ein Fass die Reifen, zieht er um das Ei die Streifen, teilt die Felder ganz genau, färbt sie rot und gelb und blau. Und mit hellen Jubelrufen sehen sie, was die Schöne schufen. Herrlich prangt das Ei im Nest, als Gruß zum Osterfest. Hei, wie wird die Henne rennen und ihr Ei nicht wieder kennen? Und während beide lachen, tönen Klopfen und ein Krachen. Plötzlich mit Gewalt entzwei springt das ganze Vogelei. Denn aus seinem Schlaf geweckt hat das Junge sich gereckt. Und die schuldbewussten Schelme standen nach dem spitzen Helme. Meinen wohl, das Wesen sei jemand von der Polizei. Und erschrocken suchen beide Bösewichte schnell das Weite. Die missglückte Probe. Als Sangeskünstler überall ist hochberühmter Nachtigall. Jedoch ein Sänger will auf Erden von neuem stets gepriesen werden. Er lädt Herrn Piepmaus zu sich ein, denn dessen Ohr ist äußerst fein, besonders wenn er so wie jetzt den Zwicker auf die Nase setzt. Herr Nachtigall mit Frack bekleidet hat alles bestens vorbereitet, und Piepmaus, der im Sessel sitzt, den Bleistift und die Ohren spitzt. Doch heute hat der Sänger Pech, denn die Biene naht sich frech, gerade in das Angesicht das böse Tier den Sänger sticht. Herr Nachtigall von Schmerz durchdrungen hat plötzlich furchtbar falsch gesungen. Und wie die Biene ihn umschwirrt, da wird er vollends noch verwirrt. Hört endlich mitten auf im Lied, schnappt wütend nach dem Sternfried. Herr Piepmaus zieht die Stirne kraus und brummt, das halte ich nimmer aus. Da trifft er keinen einzigen Ton und geht verachtungsvoll davon. Im Sänger schlund die Biene zappelt und kitzelt wirkt und kribbelt krabbelt. Mit Mühe schluckt er diesen Brocken, doch bleibt die Kehle rau und trocken. Vergebens schwemmt er sich mit Wein die angegriffene Gurgel rein. Zwei Tage oder länger leidet an einem heiseren Hals der Sänger. Verschwollen sein Gesicht und Schnabel, und die Kritik ist miserabel. Ende von Krippelkrappel von Karl Storch, gelesen von Elli, Juni 2011. Abschnitt 19 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Guten Morgen von Gertrud Kaspari. Guten Morgen. Heraus aus den Betten, heraus, heraus. Die liebe Frau Sonne, die lacht euch ja aus. Die geht schon spazieren durch Felder und Flur und denkt sich, wo bleiben die Kinder heut nur? Und der Hahn auf dem Hof und die Spatzen vom Haus, die lachen die kleinen Langschläfer aus. Drum schnellen die Strümpfchen in Hosen und Kleid. Guten Morgen, Frau Sonne, jetzt sind wir so weit. Schneckenreiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wo ist unser Kind geblieben? Sitzt auf einem Häuserlein, reitet in die Welt hinein. Pferdchen, steck die Hörner raus, bring mein Kindchen mir nach Haus. Aber ja, nicht trapp, 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 wirf mir sonst den Reiter ab. Bricht mein Kind ein Beinchen sich, Pferdchen, dann verklage ich dich. Das Geigenmännlein. Es war einmal ein Männlein klein, mit der Fumm, mit der Fiedel, mit der Hopsasa. Der strich so süß ein Geigelein, die Ralala. Er spielte gar so lieblich und strich so wunderschön, und wer das Fiedlein hörte, der konnte nicht mehr stehen. Der tat sein Beinlein schwenken und hob sich an zu drehen, immer ruller, die Ralala.
mit der Fumm, mit der Fiedel, mit der Hopsasa, und tanzte auf den Zehen. Das Huhn und der Karpfen. Auf einer Meierei, da war einmal ein braves Huhn, das legte, wie die Hühner tun, an jedem Tag ein Ei, und kakelte, mirakelte, spektakelte, als ob's ein Wunder sei. Es war ein Teich dabei, darin ein braver Karpfen saß und still vergnügt sein Futter fraß. Der hörte das Geschrei, wie's kakelte, mirakelte, spektakelte, als ob's ein Wunder sei. Da sprach der Karpfen: Ei, alljährlich leg ich 1 Million und rühm ich des mit keinem Ton. Wenn ich um jedes Ei so kakelte, mirakelte, spektakelte, was gäb's für ein Geschrei? Beim Kaufmann. Ich möchte gern was kaufen. Was soll es denn sein? Für 50 Pfennige und nicht so klein. 50 Pfennige, das ist viel Geld. Dafür kriegen Sie die ganze Welt. Gänsebraten und 10 Soldaten, Schokolade und schöne Pomade, Hampelmänner, Puppen und Stöcke und seidene Röcke. Und eine Kuh, die gibt's noch dazu. Das alles kann ich bei Ihnen kriegen? Mit Vergnügen. Ich schicke es Ihnen, es wird sonst zu schwer. Bitte sehr. Das Konzert. Mein Bübchen sitzt im Gras. Bitt schön, wer singt ihm was? Da fängt so ein kleiner Vogelmann mit einem Mal zu pfeifen an. Pink, pink, Widerwing, pink, pink. Das klingt so süß und wunderfein, da schläft gewiss mein Bübchen ein. Pink, pink, Widerwing, pink, pink. Ich danke auch schön, Herr Fink. Es war einmal im Männchen. Es war einmal im Männchen, das kroch in ein Kännchen. Da kroch es wieder raus. Da war das Geschichtchen aus. Das hölzerne Männchen. Das ist das hölzerne Männchen. Und das ist das Haus vom hölzernen Männchen. Das ist die Tür vom Haus vom hölzernen Männchen. Das ist das Schloss von der Tür vom Haus vom hölzernen Männchen. Das ist der Schlüssel vom Schloss von der Tür vom Haus vom hölzernen Männchen. Das ist das Bändchen vom Schlüssel vom Schloss von der Tür vom Haus vom hölzernen Männchen. Das ist die Maus, die nagt am Bändchen vom Schlüssel vom Schloss von der Tür vom Haus vom hölzernen Männchen. Das ist die Katz, die gefressen hat die Maus, die nagt am Bändchen vom Schlüssel vom Schloss von der Tür vom Haus vom hölzernen Männchen. Das ist das Kind, dem die Katz gehört, das die Maus gefressen. Wunsch. Wenn alle Berge Butter wären und alle Täler Grütze und es käme ein warmer Sonnenschein und die Butter lief in die Grütze hinein, das müsste aber mal eine Grütze sein. Reiterliedchen. Wir reiten nach Paris, da schmeckt der Zucker süß. Wir reiten nach Amerika, da wohnt der alte Großpapa. Hotte Hü und querfällt ein, lauf im Pferdchen, lauf. Und fallen wir in den Graben rein, dann stehen wir wieder auf. Die Hochzeit. Psst, nicht so laut, sie werden grad getraut. Der Dackel ist der Bräutigam, der hat einen Frack mit Schwänzen dran, woran er manchmal kaut, und unsere Mies ist Braut. Es ist das schönste Paar auf Erden, ach Gott, wenn sie nur glücklich werden. Zwiegespräch. Guten Morgen, Frau Huhn, guten Morgen, Herr Hahn. Was gedenken Sie zu tun? Das geht Sie nichts an. Wollen wir nicht etwas promenieren? Danke, ich kann allein spazieren. Sie haben wohl heute nicht gut geruht, oder macht's Ihnen böses Blut, dass Sie noch keinen Regenwurm fanden? Offen gestanden, ich finde, Sie sind sehr aufdringlich. Sie, dumme Gans, Kikeriki. Nasenbluten. Karlinchen, Karlinchen, deine Nase ist rot. Geh wein nicht, geh grein nicht, das ist keine Not. Und ist doch dein Näschen und dein Schürzchen voll Blut. Bis du mal zum Tanz gehst, ist's längst wieder gut. Mäusejagd. Heraus, heraus, eine Maus ist im Haus. Oder Kraus. Wie ist's denn geschehen? Wer hat's denn gesehen? Der Spitz, der fängt es dem Fritz. Und der wie ein Blitz läuft zu Marie. Und die holt die Katz. Nun gibt's eine Hatz durch das Haus. Reiß aus, kleine Maus. Sie kriegen dich doch. Schwupp, ist sie im Loch. Schad nix. Hänschen hat schon Hosen an. Die sind ihm viel zu lang. Da macht sich Hänschen gar nichts draus. Der wächst noch, Gott sei Dank. Putzmamsellchen. Schnipp, schnapp, Schneider, mach uns schöne Kleider. Der Lina eins aus Seiden, das wird sie prächtig kleiden. Wie ein Kleid aus Talatan, das zieh ich nächsten Sonntag an. Der Reiter. Nein, nein, mein Holzpferd ist zu klein, mein Holzpferd ist zu faul, ich kauf mir einen richtigen Gaul. Da reite ich in ein heißes Land und bin gleich wie ein Moor verbrannt. 1, 2, 3, renn den Kamel herbei. Ich setz mich drauf und reit nach Haus. Die Mutter lacht vom Fenster raus. Ich grüß zum Fenster rein und sag: Guten Tag, guten Tag. Große Reise. Bald sind die großen Ferien da. Da fahren wir nach Afrika. Wir fahren mit Graf Zeppelin. Der bringt uns durch die Luft dahin. Am Sonntag geht es fort. Am Montag sind wir dort.
Was werden da die kleinen Neger, so schwarz als wie die Schornsteinfeger, für große Augen machen? Oh, werden wir da lachen! Rira Rutsch. Rira Rutsch, wir fahren mit der Kutsch. Wir fahren mit der Extrapost, wo es nur 3 Kreuzer kostet. Rira Rutsch, wir fahren mit der Kutsch. Wenn mein Kind nicht essen will. Wenn mein Kind nicht essen will, rufe ich her die Spatzen. Kommen gern aufs Fensterbrett, Ei, und werden schmatzen. Wenn mein Kind nicht essen will, rufe ich in den Keller. Unsere Miete leckt gewiss rein den ganzen Teller. Wenn mein Kind nicht essen will, rufe ich die Soldaten. Du, die essen alles auf, Suppe, Brei und Braten. Sieh, da langt es wacker zu, stopft ins rote Mündchen, all die guten Sachen nun. Schmeckt's, mein Zuckerkindchen? Wie es in der Mühle aussieht. 1, 2, 3, Bicke, Backe, Hei, Bicke, Backe, Pfefferkorn. Der Müller hat seine Frau verloren, hat sie nimmer gefunden. Glaub, sie ist verschwunden. Wie sieht es nun in der Mühle aus? Da schauen die Mäuse zum Fenster aus. Der Storch, der kocht die Suppen. Die Katzen, die fegen die Stuben aus. Die Ratten, die tragen den Kehricht aus. Der Hund, der schlägt die Trommel. Sitzt ein Männlein unterm Dach, hat sich halb zu tot gelacht. Das Wunderschloss. Ich wünsch mir was. Was ist denn das? Das ist ein Schloss aus Marzipan, mit Türmen aus, Rosinen dran und Mandeln an den Ecken, ganz zuckersüß und braun gebrannt. Und jede Wand, die ist aus Zimt und Zucker kannt, da kann man schön dran lecken. Die Diener laufen hin und her mit Mus und Marmelade. Von oben in dem Schlosse drin sitzt meine Frau, die Königin, die ist aus Schokolade. Guter Hausstand. Die Kinder im Stübel, die Tauben am Giebel, die Hühner, die da picken, die Enten und die Zicken. Die Schweine im Kofen, der Käfer hinterm Ofen. Die Kuh im Stall, dick und fett sind sie all. Heile, heile Segen. Heile, heile Segen, morgen gibt es Regen, übermorgen Schnee, dann tut's nicht mehr weh. Kinder im Regen. Regnet's auf den Kopf, wächst den Jungen der Schopf. Mädchen haben mehr Verstand und nehmen ihren Schirm zur Hand und halten ihn übers Köpfchen, da tröpfelt's nur aufs Zöpfchen. Vom Christkind. Denkt euch, ich hab das Christkind gesehen. Es kam aus dem Walde, das Mützchen voll Schnee, mit rotgefrorenem Näschen. Die kleinen Hände taten ihm weh, denn es trug einen Sack, der war gar schwer, schleppte und polterte hinter ihm her. Was drin war, möchtet ihr wissen? Ihr Naseweise, ihr Schelmenpack, meint ihr, er wäre offen der Sack, zugebunden bis oben hin. Doch war gewiss was Schönes drin. Es roch so nach Äpfeln und Mandeln. Schlummerlied. Die Vögel gingen längst zur Ruh, das Täubchen flog dem Schlage zu und sitzt nun bei den Kleinen. Der Vater schließt das Gartentor, da guckt doch schon der Mond hervor und 1000 Sterne scheinen. Nun mache deine Äuglein zu und schlafe süß, mein Liebling, du. Ein Engel hält am Bette wacht, mein Herzenskind, gut Nacht, gute Nacht. Ende von Guten Morgen von Gertrud Kaspari, gelesen von Elli, Juni 2011. Abschnitt 20 von Erzählungen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Elli. Der Fuchs, die Drachen von Wilhelm Busch. Der Fuchs. Die Bäuerin hat den Huhn erstochen, um Suppe mit Huhn davon zu kochen. Der Bauer sprach, das gibt einen Jux. Mit diesem Huhn fang ich den Fuchs. Fürs Loch der Mauer stellt er schlau, die Schlinge heimlich und genau. Grad denkt der Fuchs, was ist zu tun? Ich stehle irgendwo ein Huhn. Und wie er da was Gutes riecht und durch das Loch der Mauer kriecht, o weh, der Schreck ist nicht geringe. Er hat das Huhn, ihn hat die Schlinge. Schon kommt in froher Hast und Eile der Bauer mit dem langen Beile. Indessen kroch und schlüpfte flugs durchs Loch zurück der schlaue Fuchs. Draus sitzt der Fuchs, drin steht der Bauer. Dazwischen steht die Gartenmauer. Er steigt hinauf, er hat von oben zum wuchgen Hieb das Beil erhoben. Doch unbedacht, weil er in Zorn, zieht ihn der Hieb zu sehr nach vorn. Drin sitzt der Fuchs, draus liegt der Bauer, dazwischen steht die Gartenmauer. Er läuft nach innen durch das Tor, das Ding ist wieder wie zuvor. Er sieht, es geht nicht so allein, drum fängt er heftig an zu schreien. Katrin, Katrin, komm raus, wir haben ihn. Sie kommt begierig angerannt, die Ofengabel in der Hand. Jetzt, Meister Fuchs, musst du erliegen, wenn sie dich in die Mitte kriegen. Schnell fährt er auf die Bäuerin los, zu langsam war der Gabelstoß, aber weh, wenn sie nochmal sticht. Der Fuchs kehrt um und wartet nicht. Der Bauer fasst mit aller Kraft
das Beil und zielt gewissenhaft. Trotz all dem zerhaut er bloß die Schlinge und der Fuchs ist los. Der Fuchs beschleunigt seinen Schritt und nimmt auch noch das Hündchen mit. Verdonnert sehen hinterher sowohl die Bäuerin wie auch er. Sie sahen wieder Fuchs entran, dann sahen sie sich selber an. Du dumme Gans, sprach er zu ihr, du Schafskopf, nenn sie ihn dafür. Die Drachen. Schon seit mehreren Wochen haben drei intim bekannte Knaben, Fritz, Franz, Konrad heißen sie, mit Verstand, Geduld und Mühe, schöne Drachen sich gepappt und zum Flug bereit gehabt, so dass sie bis auf den Wind mit der Sache fertig sind. Endlich weht eine frische Brise und fort geht es auf die Wiese. Konrad wandelt an der Spitze, dann kommt Franz und schließlich Fritze. Freund, sprach plötzlich Franz zu Fritzen, siehst du Zöpfels Äpfel sitzen? Und als Fritze dies bejaht, schreitet man sofort zur Tat. Doch was Konrad anbetraf, der geht weiter klug und brav. Trefflich gut ging die Geschichte, Franz hat Zöpfel seine Früchte. Lirum larum, dachte er, Fritze hin und Fritze her, ich genieße, was ich habe. Damit ist der freche Knabe, grad als wäre nichts passiert, Äpfel essend fortmarschiert. Saftig kann man's knirschen hören, soll das Fritzchen nicht empören? Mit dem Fuße und mit Krachen, geradewegs durch den Drachen, gibt der Franzen rücksichtslos einen wirkungsvollen Stoß. Franz, der dies krumm genommen, ist sofort herumgekommen. Und es hebt sich und es saust seine zorngeballte Faust durch den vorgeschützten Drachen, gleichfalls unter großem Krachen, der Gestalt in Fritzens Nacken, dass er meint, er muss zerknacken. Jetzt sucht jeder sich zu decken, und es wird so mit dem Pflöcken, wo die Schnur herumgewickelt, emsig hin und her geprickelt. Franz zuerst durch kühnes Wagen trifft genau auf Fritzens Magen. Dafür sticht ihn Fritz der Flinke in das Nasenloch das Linke. So entspinnt sich auf die Länge in direktes Handgemenge, was zunächst augenscheinlich für die Ohren äußerst peinlich. Dennoch wird der Kampf zuletzt auf den Boden fortgesetzt. Grad kommt Zöpfel wie gewöhnlich, um sich wieder mal persönlich und gewiss zu überzeugen, dass sein Obst noch an den Zweigen. Wer, ruft er, hat dies getan? Damit stockt sein Sprachorgan. Ha, jetzt wird er grausam heiter. Er entdeckt die beiden Streiter. Fritze kriegt den ersten Schlag, weil er am bequemsten lag. Und der Franz war schon vergnügt, dass er siegt und oben liegt, bis die Peitsche wieder pfiff und auch ihn empfindlich kniff. Gern entronnen nun die beiden, um das Weitere zu vermeiden, wären nicht die nötigen Beine, die verwickelt in die Leine. Also folgt der Rest der Hebe, Zöpfel tut's mit Lust und Liebe. Sorgsam sammelt hierauf Zöpfel seine hochgeschätzten Äpfel. Einer nur ist angenagt, was jedoch nicht viel besagt, und so kehrt er hoch erfreut heim in seine Häuslichkeit. Aber ach, wie traurig stand's um den Fritze und den Franz. So viel ist gewiss für sie, ihre Drachen steigen nie, während Konrad seiner schon dieser Erdenwelt entflohen, höher steht's und höher steigt, bis man vor Erstaunen schweigt. Ende von Der Fuchs, die Drachen, von Wilhelm Busch, gelesen von Elli, Juni 2011.